Topf des Hexers. Ein Märchlein von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Jede gute Geschichte. Naja, die meisten guten Geschichten. Sagen wir lieber, so manche Geschichte beginnt mit drei heilig-magischen Worten, die wir alle kennen. Und alleine, wenn wir sie hören, wissen wir, es wird nun wirklich zauberhaft zugehen. Hexen, Zauberer, Drachen, Helden, Elfen, verständliche Mathelehrer. Wenn wir diese drei Wörtchen hören, machen wir uns auf alles gefasst, denn alles kann geschehen. Zudem ist es durchaus wahrscheinlich, dass das Böse besiegt wird, irgendjemand die Hälfte des Königreiches bekommt und die Hände von Regentenkindern. Ja, diese drei Worte sind mächtig. Sie selbst sind bereits ein Zauberspruch, der uns jederzeit packen kann und uns mit sich zieht. Vor langer Zeit lebte ein großer Mann. Er war weder gefürchtet noch verehrt. Man kann ohne zu übertreiben sagen, er war weder die hellste Kerze auf dem Leuchter oder der schnellste Pfeil im Köcher, nicht das schärfste Messer in der Schublade, ja, bei ihm fiel der Groschen eher in Pfennigen. Er hatte stetig ein Brett vor dem Kopf. Sein Latein war bereits bei Abel zu Ende. Er war ein wenig unterkomplexer als andere Menschen. Und wenn ich sage, er war ein großer Mann, dann spreche ich ausschließlich davon, dass er nun einmal sehr hoch gewachsen war. Aus ihm hätte ein anständiger Holzfäller werden können, ein prächtiger Bauer oder vielleicht ein berüchtigter Krieger. Doch nebst den obig beschriebenen, schillernden Eigenschaften muss ich sagen, er war wirklich sehr, sehr faul. Und liebte viel zu sehr die Geschichten, welche seltsame alte Männer abends am Lagerfeuer oder bei Regen in der warmen Küche erzählten, um wie die anderen herumzutollen oder gar zu arbeiten. Schon sehr früh hatte dieser Mann einen Traum. Er wollte das Hexen lernen. Immer wenn Hexen oder Zauberer in Geschichten, Sagen, Schwänken und Märchen vorkamen, wurde es erst richtig interessant. Zudem waren sie überall gefürchtet und respektiert. Zwei Dinge, die er sehr wohl bei sich vermisste. Sein ganzes Leben lang, was nun nicht allzu lang war, denn so richtig alt war er nicht, strebte er nun dieses Unterfangen an. Und wenn ich sage strebte, dann meine ich eher träumte. Denn wie gesagt, er war wirklich faul. Zudem hatte er es nicht so mit dem Lesen, was nun nicht allzu tragisch war, denn in seinem ärmlichen Elternhaus gab es so oder so keine Bücher. Als jedoch seine Mutter ankündigte, dass ihre ausreichend gefüllte Tafel von nun an für ihn verschlossen bliebe, es sei denn, er würde sich endlich nach einer geregelten Arbeit umsehen, überlegte der junge Mann. In seinem Dorf war niemand, der ihm auch nur irgendetwas beibringen konnte. Natürlich gab es da die Handwerker und die Bauern, nur halt nichts mit Magie. Die Stadt war für ihn ebenfalls kein lohnenswertes Ziel, denn zwar war dort Geld zu finden, aber er müsste das Hexen ja erst einmal erlernen. Und dort, so sagte man ihm allweg, sei die wahre Magie. Nur in Folianten, Grimoiren und anderen dicken Schmökern zu finden. In der Nachbarsgrafschaft allerdings, zumindest hörte er so etwas von der Bäckerin, deren Bruders Barbier einen Kunden hatte, dessen Nachbars Frau, ihr Schwippschwager, einen Nachbar hatte, der mal etwas von einer Hexe gehört hätte, welche all seltsame Zaubersprüche und Tränke kenne. Mit solch genauen Angaben machte er sich auf den Weg. Und da Hexen stets allein in einem Wald wohnen, suchte er diese auf. Er fragte jeden, den er traf. Was nicht besonders viele waren. Fragte selbst die Füchse, Hasen, Igel und Eulen.
von denen er zwar mehreren begegnete, aber die Antworten auch eher still oder tierisch empört ausfielen. Doch wie es der Zufall so wollte, nach einer durchaus anstrengenden Reise fand er eine kleine Hütte in einem einsamen Wäldchen. Zu seiner Entgeisterung war es allerdings hervorragend gebaut, sauber wie ein Badehaus und von einem riesigen Blumen- und Kräutergarten umgeben, welcher allerlei Getier und summenden Insekten Nahrung und Heimat bot. Überall wuselte es und die Luft war schwanger von Baldrian, Löwenzahn, Johanniskraut, Kamille, Fenchel, Ringelblume, Schafgarbe, Pfefferminze, Nelke, Salbei, Liebstöckel, Thymian und vielen Dingen mehr. Eine kleine, freundliche Frau grüßte ihn und er stellte ihr die Frage, die er jedem stellte. Gute Frau, also das sagte er nur zu weiblichen Wesen, ich bin ein Mann auf der Suche seiner Bestimmung und möchte wohl das Hexen lernen. Man sagt, in dieser Grafschaft sei eine alte, knorrige, garstige Hexe, welche jeden mit ihrem Blick verfluchen kann und weiß, so manchen Zaubertrank zu brauen. Wisst ihr wohl, wo ich sie finden kann? Die Frau lachte glockenklar. Ist es das, was man momentan über mich sagt, ja? Ist es nicht mehr, dass mein Anblick allein die Manneskraft versiegen lässt und ein simples Wort dafür sorgt, dass man sich in eine Kröte verwandelt? Naja, so ist die Antwort ja und ein Nein zugleich. Ich weiß nichts von einer alten, knorrigen Hexe, noch etwas über Flüche. Aber wenn du eine Frau suchst, welche sich mit Pflanzen und Tieren und Menschen auskennt und die es weiß, wie man so manches Leiden lindert, oder die hervorragendste Hebamme der gesamten Grafschaft, dann bist du bei mir richtig. Oh, und ich mache den besten Pfefferkuchen des Königreichs. Und bin zudem über dessen Grenzen für meine fast magischen, geistigen Wässerchen bekannt. Aus Ermangelung von Alternativen sprach der Mann, Nun, gute Frau, ich habe Hexe, Flüche, magisch und geistig gehört. Das soll mir reichen. Lehrt mich alles, was ihr wisst. Alles? Bist du dir da sicher? Dann macht euch auf Jahre harte Arbeit bei Wind und Wetter, kurze Nächte, viel Leid und zahllose Namen, Indikationen, Kontraindikationen, Wirkungen und Nebenwirkungen bereit. Gesagt, getan. Zumindest fing der junge Mann bei der guten Seele des Waldes an. Doch wie ihr euch wahrscheinlich erinnert, war er immer noch sehr, sehr faul. Und schon bald wusste die Frau, mit dem Kerl ist nichts anzufangen. Er verwechselte Bärlauch und Maiglöckchen, Champignon und Knollenblätterpilz, Stockschwämmchen mit Nadelholzhäuptling, Beinwell mit Fingerhut, Fingerkraut mit scharfem Hahnenfuß. Er trocknete, was man kühlen musste, kochte, was man räuchern musste, zuckerte, was man salzen musste. Der Knilch schlief, wenn es galt aufzubrechen, verstand den Gang des Mondes und der Sonne nicht und die Hulle war sich sicher, er hätte es selbst geschafft, Wasser anbrennen zu lassen, wenn man ihm nicht über die Schulter schaute. Ja, die Frau hatte ihre liebe Not mit ihm. Und eines Tages sprach sie sanft zu ihm, »Ach, Junge, ich sehe, du würdest gerne wirklich etwas können. Nur haben dir die Götter sträflicherweise nicht das gegeben, was man allgemeinhin Talent nennt. Oder einen scharfen Verstand. Oder Ambitionen. Ohne, dass du tatsächlich etwas von mir gelernt hast, kann ich sagen, es ist mir wahrlich nicht mehr möglich, dir mehr beizubringen, als was du zurzeit beherrschst. Deine Lehrzeit bei mir geht damit dem Ende zu. Du kannst noch bis Beginn des Frühlings bei mir bleiben, aber danach musst du gehen. Nicht unbedingt nach Hause, aber hier kannst du nicht bleiben. Damit du zumindest etwas aus deinen, nennen wir es Bemühungen, bei mir gewonnen hast, erlaube ich es dir, ein eigenes Rezept zu versuchen und dieses zu behalten. Der Mann war einsichtig, erbost und dennoch erleichtert zugleich.
Er sah durchaus ein, dass er nicht das konnte, was die Hulle von ihm forderte. Aber, und da war er sich sicher, wie sich viele Männer bei so etwas sehr sicher sind, das lag ja nur daran, dass er das auch gar nicht wollte. Nicht daran, dass er es nicht gekonnt hätte, hätte er es wirklich versucht. Doch egal, was ihm das Weib zeigte, nie hatte es mit Zauberei, Magie oder Hexerei zu tun. Und er wollte doch ein großer Hexer werden. Der Fehler lag also unmissverständlich bei ihr, nicht bei ihm. Sich zu lange zu erzürnen, grenzt allerdings an Arbeit. Und so nickte er einfach und begab sich in die Küche. Er wollte einen Zaubertrank mit sich nehmen. Und wenn schon immerhin nicht magisch, sollte es zumindest nach Hexenküche riechen. So nahm er kräftig von dem seligen Wasser der Frau. Und da er nicht wusste, was er tat, griff er blind in die Regale und Kräuterbündel. Nicht einmal, nicht zwei oder dreimal, bei einem Dutzend wurde er erst rege, machte keinen Halt beim dritten und erst beim zweiten Schock Kräutern und Gewürzen war er endlich zufrieden. Rührte kräftig um und ruhte sich nach all diesen Anstrengungen erst einmal aus und vergaß den Topf. Seufzend füllte zu Frühlingsbeginn die Hulle ihm drei bauchige Flaschen, welche ein Wolpertinger-Emblem zierten, mit der schwarzen, pastösen Flüssigkeit ab und entließ den Tunichgut aus ihren Diensten. Der beinahe Ungelernte machte sich so unbeschwert auf den Weg, wie es nur ein Mensch machen kann, welcher zu wenig wusste, um dumm zu sein. Jedoch gab es eines, was er mitnahm. Nach einer Hexe zu suchen, brachte ihm nichts, bis auf unsinnige Lektionen in Pflanzenkunde. Er entsann sich, dass viele davon berichteten, mächtige Magier seien in ihrem Zauberturm. So suchte er fortan einen Turm. Sollte auch schneller zu finden sein als ein im tiefen Wald verstecktes Häuschen. Während er, eines schönen Sonntages, nun so die Straße entlang flanierte, sprang plötzlich ein greisgraues Gnömchen aus einem Busch direkt vor ihm. »Wohin des Weges, junger Gesell?« frug der Winzling. »Ich bin auf der Suche nach einem Turm, von dem aus ich als größter Hexer der Welt herrschen kann«, entgegnete der Mann, mit so breitgestellter Brust, wie es ihm möglich war, und eher leerem als tatsächlich stolzem Blick. »Hexer, so«, entgegnete der Gnom. »Groß oder doch eher hoch?« »Wie bitte?« »Vergiss die Frage. Kannst du denn zaubern, oh du Unbekümmerter?« fuhr der Erdgeist fort. »Zaubern? Ich? Nein«, erwiderte der Hochgewachsene. »Aber ich will ja auch ein Hexer werden.« »Ah, stimmt. Ich vergaß, wie dumm von mir. Entschuldige meinen Fehler. Du kannst also hexen«, hinterfrug das Männlein gewiegt. Also hexen als solches kann ich nicht. Allerdings habe ich bei einer Hexe gelernt«, gab der Mensch nun reger zurück. »Irgendwie hat es eine ganze Menge mit Kochen, Kräutern und Salben zu tun.« Der Gnom sah den Menschen lange und kritisch an. Er sah ihn wirklich an. Er sah ihn und er wusste, dieser Mann war so magisch wie Haferbrei. Ohne Zucker und Milch. Allerdings war er, vielleicht nicht unbedingt herzensgut, aber zu einfach gestrickt, um wirklich hinterhältig zu sein. Und so kam ein Lächeln auf dem Gesicht des Gnömchens. Und es sprach: »Jüngling, hast du überhaupt je etwas zustande gebracht?« »Oh ja, ich habe dieses etwas, diese Essenz erschaffen«, antwortete dieser
und zückte freudig, dünkelhaft eine der Flaschen hervor. Ohne zu fragen, griff der Gnom nun nach der Flasche, entkorkte sie, roch an dem Extrakt und bekam groß leuchtende Augen. Er zückte einen Fingerhut hervor und bevor der große Knilch etwas sagen konnte, war es gefüllt und geleert. Mein Freund, legte der Winzling leicht schmatzend erneut los. Ich glaube, wir kommen da in ein Geschäft, welches du nicht abschlagen kannst und ich nicht will. Ein Geschäft, welches dich vielleicht deinem Ziel näher bringt, als du es dir überhaupt erträumen dürftest. Während das Gnömchen einen zweiten Fingerhut füllte und leerte, war der Mann nun ganz Ohr. Derweil die Luft aus dem dritten entwich. Also, wer so etwas brauen kann, der hat ein Talent für einen Trank mächtiger als so mancher Zaubersprung. Er holte einen alten, rosigen Topf hervor. Fragt mich nicht, woher. So manches Wissen beunruhigt nur. Für das Rezept des köstlichen schwarzen Gebräus schenke ich dir... Ich kenne das Rezept nicht. Also, zumindest nicht wirklich. Ein wenig halt. Immerhin habe ich ihn ja einmal gebraut. Allerdings weiß ich nicht mehr, was da alles so reingekommen ist. Wie viel davon. Oder sagen wir besser, nur halb. Wie viele Flaschen hast du denn von dem Zeug? 2, log der Mann geistesgegenwärtig. Mit einem Blick auf das nur noch halbvolle Gefäß in der Hand des Gnoms korrigierte er, besser gesagt, 1,5. Also, für 2 Flaschen von dem edlen Tropfen leihe ich dir meinen Topf, sagen wir, für 3 Jahre, lallte der Wicht. Leihen? Was soll denn das für ein gutes Geschäft sein? Na, hör mich an. Und du wirst erkennen, es ist das Beste, was du je auf der Welt erlebt hast und haben wirst, wendete das immer besser gelaunte Wesen ein. Mit diesem Topf hier, weißt du, kannst du alles herbeischaffen, was du nur wünschst. Wenn du ihn gebrauchen willst, so stell ihn in den Schatten, bedecke ihn und sprich, rosig Töpfchen klein, mit was auch immer. Fühl dich fein. Und du wirst sehen, dass der Topf gehorcht, jawohl. Nur hüte dich, ihn je zu reinigen oder in die Sonne zum Trocknen zu stellen. Nicht säubern, nicht sonnen, das bekomme ich hin, sprach der Mann selbstbewusst. Und sind wir ehrlich, meine Freunde, einem Junggesellen zu sagen, er solle einen Topf nicht spülen, ist so notwendig, wie einem Stein zu sagen, er solle nicht schreien. Nicht, dass es keine durchaus gesprächigen Steine geben würde, aber das ist eine ganz andere Geschichte, meine Freunde. Der Handel kam zustande und der neue Topfbesitzer setzte seine Reise fort. In der Nacht kam er zu einer Schenke, dessen Wirt damit warb, den besten Gerstensaft der Grafschaft zu haben. Ermüdet setzte er sich an einen der letzten freien Tische, stellte seinen Topf neben sich und wollte gerade das größte Mahl und ein Bett bestellen, als ihm einfiel, er hatte ungefähr so viel Geld, wie er tatsächlich gearbeitet hatte. »Was darf sein, Fremder?« frug der Wirt. »Etwas zu essen und dazu das beste Bier der Grafschaft?« Jeder Mensch, und möge er auch noch so gedankenlos sein, hat in seinem Leben mindestens einen guten Einfall. Für den Jüngling kam dieser Moment nun, als er, so schlagfertig wie noch nie, mit leicht erhobener Stimme, so dass viele, welche um ihn herum saßen, seine Worte fast zufällig hören konnten, sprach: »Das beste Bier sollt ihr haben, guter Mann?« »Da muss ich euch vehement widersprechen. Habe ich doch das beste Bier hier in meinem Topf.« Der Wirt sah verwirrt in den leeren Topf des Gastes und fing laut an zu lachen.
Wenn in dem schäbigen Pott ein besserer Gerstensaft als der meine sein sollte, weißt du, dann, dann wirklich, so wahr ich hier stehe, gehört mein Wirtshaus euch, prustete er hervor. Der Mann sprang auf und schlug in die Wette ein. Und nun rief er so laut, dass ihn wirklich alle hören konnten, abgemacht! Wenn in meinem Topf ein besseres Bier als in euren Fässern ist, gehört das Gasthaus mir. Er nahm nun seinen Topf, stellte ihn unter den Tisch, bedeckte ihn mit seinem Mantel und flüsterte, rußig Töpfchen klein, mit dem besten Bier der Welt, füll dich fein. Der Topf machte Huli-Buli und Blubberdi-Blub und füllte sich mit dem frischesten, herrlichsten Gerstensaft, den man sich vorstellen konnte. Mit offenem Mund sah der Wirt nun zu, wie der Fremde einen Humpen nach dem anderen unter seinen Gästen verteilte, welche alle, ziemlich bereitwillig, wenn ich ehrlich bin, zugeben mussten, dass das der beste Hopfentee war, den sie je probieren durften. Und selbst als er den letzten Krug bekam, konnte er nichts Gegenteiliges behaupten. Kurzerhand gab man dem Wirt sein Bündel in die Hand. Und unser junger Gesell besaß nun eine wundervolle Gastwirtschaft. Allabendlich hieß er Gäste willkommen, stellte den Topf in eine dunkle Ecke und sprach, rosig Töpfchen klein, mit dem besten Bier der Welt oder den herrlichsten Suppen oder den leckersten Brei oder was ihm auch sonst noch so einfiel, füll dich fein. Es gab keinen Abend, an dem das Wirtshaus nicht gut gefüllt war. Und so verhielt es sich auch mit den Taschen des großen Mannes. Und nach einem Jahr gab es kaum jemand im Land, welcher wohlhabender war als er. Kurzerhand ließ er immer mehr Stockwerke zu der Gastwirtschaft hinzufügen, bis er einen ganz eigenen, riesigen Turm hatte. Und ganz oben war sein Zimmer, indem er über das gesamte Land schauen konnte. Es gab nichts, was er nicht wirklich benötigte und nicht hatte. Ganz im Gegenteil. Er hatte von allen mehr als reichlich. Doch glücklich war er immer noch nicht. Immerhin wollte er kein großer Wirt, sondern ein großer Hexenmeister sein. Da kam eines Abends der Meier des Landes in die Schenke, welcher nie, egal wohin er kam, seinen Hut abnahm und damit schon so manchen Streit in der Kirche hervorgebrochen hatte. Dabei wollte er lediglich seine Glatze verstecken. Manchmal beschenkt das Glück auch das stumpfeste Messer in der Schublade mit zwei guten Einfällen. Und so, als der reiche Wirt das hörte, ging er zu seinem Topf, stellte ihn in den Schatten, bedeckte ihn und sprach, rosig Töpfchen klein, mit Haarwuchsmittel füll dich fein. Und Huli-Buli und Blubberdi-Blub war der Topf gefüllt. Der Mann füllte fleißig ab und gab die Tinkturen dem Meier, welcher sie auch direkt hinuntergoss. Die meisten solche Elixiere wirken nun so gar nicht. Doch dieses Gebräu verschaffte dem Meier nicht nur direkt am nächsten Tage eine neue, wundervolle Haarpracht, sodass er den Zaubertrank mit Genugtuung jedem, nun neidisch schauendem und mit einer Plete bestraften Manne verkaufte, sondern direkt am nächsten Tag hatte er eine Mähne wie der stolzeste Löwe. Und den Tag darauf hatte er diese Mähne nicht nur auf dem Kopf und im Gesicht, sondern einfach überall. Bald darauf waren die Schlösser und Paläste voller haariger, empört schreiender Greise, welche nach Barbieren und dem Hexer, denn von nun an nannte man ihn so, verlangten. Nun, sie wollten Haare, sie haben Haare, sprach der Hexer. Aber das ist leicht zu beheben, leicht zu beheben. Und während er sprach, füllten sich die Adelshäuser und Straßen so langsam mit immer mehr Haaren. Er stellte seinen Topf in den Schatten, bedeckte ihn
und Huli-Buli und Blubberdi-Blub verkaufte, denn man lernt ja dazu, er nun Wundertränke, welche zu starkes Haarwachstum unterbanden. Keine 3 Tage darauf waren die Schädel der Adligen wieder so blank als wie zuvor. Doch die Taschen des Turmbesitzers noch reichlicher gefüllt. Von nun an gab es kein Halten mehr. Zahlreich Volk strömte zum Hexer, bat um Zaubertränke jeglicher Art und es geschah durchaus, dass sie danach erneut erschienen, um die Wirkung rückgängig zu machen. Doch niemand konnte davon berichten, dass die Tränke des Hexers nicht halfen. Man wollte wacher sein, nur um festzustellen, dass ein Leben ohne die süßen Träume zu grau ist. Intelligenter, nur um dann zu bemerken, dass man an der Welt selbst zweifelte. Dicke wollten dünn sein und dünne dick. Und so mancher Mann stellte fest, einfach etwas größer haben zu wollen, ist ein vielleicht nicht ganz ausgereifter Wunsch. So manche mussten einsehen, dass Schönheit tatsächlich nur im Auge des Betrachters lag. Und andere, dass ein wirklich strahlendes Lächeln in der Nacht eher befremdlich ist. In kürzester Zeit war der Hexer gleichermaßen geachtet und verschrien, verehrt und gefürchtet zugleich. Denn keine Wundertinktur, kein Elixier war unmöglich. Nur begriffen die Menschen schnell, gewisse Dinge sollte man sich einfach nicht wünschen. Mehr als einmal kam es vor, dass Menschen in die Lüfte stiegen und nie wieder gesehen oder zu Stein wurden, da sie nicht mehr altern wollten. So manches Mal erhoben sich die Toten aus ihren Gräbern und verlangten, wieder unter die Erde gebracht zu werden. Arglos weggeworfene Tränke sorgten für blaue Wiesen und riesige, im Himmel verschwindende Bohnenstangen. Und jeder, der hinaufstieg, stellte fest, dass Wolken wohl doch nicht zum Daraufwandeln gemacht waren. Ratten von außergewöhnlicher Größe, im Dunkel leuchtende Pilze und was weiß ich sonst nicht alles. 2 Jahre später war der Hexer zwar reich, doch es ging kaum noch jemand zu ihm. Nicht nur der Gefahr wegen, sondern da das Unvorhergesehene zwar durchaus seinen Reiz hat und wir Menschen stetig von Wunderdingen träumen, aber wenn Wunder tatsächlich täglich geschehen, verlieren sie ihren Charme und ein andauerndes Wagnis geht niemand mehr ein. Als ich nun das 2. Mal rosa Schnee über das Land legte, denn der Winter war in jenem Land von nun an einmal so, begann der Hexer sich Sorgen zu machen. Bald würde der Gnom kommen, um seinen Topf wieder mit sich zu nehmen. Und aus dem großen Hexer würde einfach wieder ein großer Mann werden. Stinkreich, aber halt nur ein normaler Mensch. Er schickte seine Magd, denn natürlich hatte er eine Magd. Immerhin hatte er sehr, sehr viel Geld, war ein einflussreicher Hexer und auch wenn er eigentlich keine Hilfe brauchte, putzen war putzen. Putzen war nicht seins. Und da ließ er es nun mal jemand anderen tun. Alle leeren Flaschen aufzukaufen, die sie auftreiben konnte. Für dieses Vorgehen plünderte er seine gesamte Goldkammer. Es sollte zwar einige Wochen dauern, aber schließlich kam die junge Frau mit mehreren Wagen voller leerer Flaschen zurück und lagerte sie vom Keller bis in den obersten Raum des Hexenturms. Und der Hexer begann zu brauen und zu brauen. So oft wie in dieser Zeit hatte er noch nie rosig Töpfchen klein gesagt. Und er hatte den Eindruck, als ob das Huli-Buli und Blubberdi-Blub immer mühevoller und manchmal gar zornig klang. Zuletzt kippte er seinen einzigen, tatsächlich selbstgemachten Trank in den Topf und sprach, rosig Töpfchen klein.
Mit diesem Tranke füll dich fein. Und huli buli und blubberdiblub füllte er die letzten 56 Flaschen mit seinem ganz eigenen schwarzen geistigen Wasser. Der Frühling kam und so auch das kleine Gnömchen, welches ohne Einladung vergnügt im Zimmer des Hexers stand. Wie ich sehe, hast du die 3 Jahre gut genutzt, sprach der Greisgraue. Naja, ich tat, was ich konnte. Aber 3 Jahre erscheint mir doch zu gering, entgegnete der Hexer. Weißt du was? Wie wär's mit dem Handel? Du gabst mir damals für 2 Flaschen den Topf 3 Jahre lang. Wie wäre es denn nun für, naja, sagen wir mal, 10 Flaschen 30 Jahre? Der Erdgeist lachte schallend. Ich denke nicht. 20 Flaschen für 30 Jahre. Das klingt beinahe verlockend, aber nein, nein. 25 für 30. Nein, mein Gutester. Mir dünkt, du hättest ihn schon beinahe zu lange, brustete er. Ich habe gehört, was du alles gebraut und gesehen, was du alles getan. Nun gut, warf der Hexer ein. Wenn dem so ist, dann sollst du deinen Wundertopf halt wieder mitnehmen. Doch lass mich dir zum Abschied noch ein Geschenk machen. Trinken wir auf den Abschied und den gemeinsam abgeschlossenen Handel. Und er holte einer der Flaschen mit seinem Kräuterschnaps hervor. Des zeitlosen Männchens Augen wurden groß. Und ohne Umschweife hatte er einen Fingerhut in der Hand. Und schneller als so mancher Zecher Prost sagen konnte, war er gefüllt und wieder geleert. Es war ein Gläschen von vielen. Nach was? Vielen? Zahllosen. Und immer wenn der Gnom dachte, nun wäre die Flasche leer und des Umtrunks genug, zückte der Hexer eine neue Flasche hervor. Kichernd und tanzend, lallend und singend krochen die Stunden dahin. Und die beiden schwafelten über alles und nichts. 30 und der Topf gehört mir, haspelte der Hexer. Ich brauch dich schon zurück, prustete der Gnom. 30 für 50. Ja, kann ich nicht machen. 40 für 45. Wie soll ich denn 40 Flaschen tragen? Und so feilschten sie den ganzen Abend und unterbrachen ihre Verhandlungen immer wieder für lustige Lieder, fantastische Geschichten, Trinkspiele zum Schwafeln oder einfach um zu saufen. Ab und an kamen Hilfesuchende zum Hexer, nur um ihn zechend mit einem Gnom vorzufinden. Einige nahmen direkt reißauf, andere ignorierten den Gnom so gut wie es ging und bestellten ein Elixier. Andere wiederum tranken kurzerhand mit. Niemand wusste, woher die Baden kamen. Aber irgendwann waren sie halt einfach da. Das passiert oft, wenn es freien Fusel gibt. Und der Tag wurde kurzerhand zum Fest erklärt. Die Nacht kam und sie ging. Und als der erste Hahn schrie, war der Turm voller trunkener, bewusstloser und so mancher geöffneter und geleerter Flasche. Als erstes erwachte der Gnom mit einem Kopf größer als der Turm. Er sah sich um und musste Fürchterliches sehen. Die Einrichtung war größtenteils zerstört und so manches Möbel zu einem anscheinend notwendigen Lagerfeuer umfunktioniert. Hier und da wurde etwas gebraten. Dabei konnte er sich nicht daran erinnern, dass es zuvor Tiere in diesem riesigen, ehemaligen Wirtshaus gegeben hatte. Trunkene Gestalten. Und es gibt einen Grund, warum ich von Gestalten spreche, meine Freunde. Denn Menschen würde es nicht in Gänze fassen, bedeckten den Boden und schliefen in manch absurder Stellung ihren Rausch aus. Anscheinend wurde in der vergangenen Nacht so manche Flasche entkorkt. Und bei weitem nicht nur die mit dem Likör, welche nun zerstreut auf dem Boden ruhten. So lagen da nun
einige Schnapsleichen herum, welche Pferdegesichter hatten. Andere besaßen Katzenschwänze und wieder andere Hühnerhälse oder Krötenhufe. Und ja, ich meine Krötenhufe. Frauen mit Federn auf dem Kopf miauten im Schlaf. Männer mit riesigen Hörnern und Schlangenschwänzen grunzten im Traum. Es wurde geschnarcht, gescharrt, geröchelt, gewiehert und gekeckert, gebellt, gesummt, gemut und gegrunzt. Die Sonne schien in den Turm. Und da er, warum auch immer, kein Dach mehr hatte, schien sie wirklich hinein. All dies ließ den Gnom zu dem Entschluss kommen, es wäre höchste Zeit, sich ganz unauffällig auf den Heimweg zu machen. Vielleicht nicht auf den Heimweg, aber hier wollte er nicht mehr bleiben. Er nahm einige Flaschen des schwarzen Saftes Teufelzeugs mit, sprang in den Kamin und verschwand. Als endlich die Magd in den Turm kam, machte sie kurzen Prozess. Alles, was nicht Hexer war, wurde aus dem Gebäude geworfen, geschubst, gescheucht oder geschoben. Der Hausherr ins Bett gebracht und der Rest geschrubbt, als gäbe es keinen Morgen. Sie wusch die Flaschen und stellte sie in die Regale. Putzte den Boden, so gut es ging, und sie schrubbte den wertvollen Topf des Hexers, wie er noch nie geschrubbt wurde. Sie scheuerte ihn, bis er glänzte, und polierte ihn, bis er ohne Makel erstrahlte. Dann stellte sie ihn zufrieden in die Sonne zum Trocknen, nur um zu sehen, wie er mit einem lauten Knall in Myriaden Stücke zerbrach. Als der Hexer spätabends erwachte, war alles anders und alles gleich. Zahllose Flaschen standen in den tausenden Regalen des Hexerturms. Und schön, alphabetisch sortiert, daneben hunderte Zettel mit ihrer Beschreibung. Der Gnom war fort, so aber auch der Topf und so manches gutes Geschirr und der Großteil des Alkohols. Doch er war noch da, hatte seinen Turm und hatte seine Zaubertränke. Na gut, er wusste nun nicht mehr, was sie taten. Aber das hatte er zuvor auch nicht immer gewusst, wenn man mal ehrlich ist. Der größte Hexer des Landes verkaufte nach wie vor seine Elixiere, Wundertinkturen, Balsame, Zaubertränke, Destillate, Essenzen, Extrakte, Infuse und Perkulate. Alle wirkten durchaus. Manchmal halfen sie, manchmal nicht. Meist allerdings war es am besten, es gar nicht erst zu versuchen. Und genau das taten immer mehr, sodass irgendwann kaum noch jemand den Hexenturm aufsuchte, bis er beinahe zu einer Legende und Spukgeschichte für kleine Kinder wurde. Der Hexer selbst heiratete eines Tages seine in die Jahre gekommene Magd. Es war einer dieser Ehen, welche mit Pech und Glück, Streit und Versöhnung und der richtigen Anzahl von Kindern, also irgendetwas zwischen 0 und 12, gesegnet war. Mein Gnömchen behauptet gerne, der Tunichtgut von Hexer hätte nicht ein einziges Kind zustande gebracht, welches intelligenter als durchschnittliches Heu gewesen wäre. Aber er erzählt die Geschichte auch erst nach 2, 3 Fingerhüten voller Fusel. Und ist nach wie vor sauer, dass er seinen Topf verloren hat. Wer weiß also, was davon wahr ist und was nicht? Ich nicht. Ein Schelmenmärchen.
ein Märchlein von Eugen Bergmann. Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Vor Zeiten lebte einmal ein junger, derber Bauer, der keinen größeren Herzenswunsch hatte, als ein Kavalier zu werden und eine Prinzessin zur Frau zu bekommen. Kleine, alltägliche Wünsche halt. Wenn er seine Schweine zum Verkauf in die Stadt trieb und dabei in Samt und Seide gekleidete Herren sah, wie sie hoch zu Ross oder in prächtigen Fuhrwerken stolz an ihm vorüberritten und vorbeifuhren, fraß ihm der Neid fast das Herz ab. Und er dachte hin und her, auf welche Weise er es ihnen wohl gleich tun könne. Aber er war arm, hatte nur ein kleines Häuschen mit wenig Ackerland. Und zur Ausführung seiner törichten Wünsche war nicht die geringste Aussicht vorhanden. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn dieses Verlangen. Und oft sah er sich selber mit Federhut und Spitzkragen am Hofe des Königs einherstolzieren. Und da gab es morgens ein übles Erwachen, wenn solch schöne Bilder in eitel Nebel und Dunst zerflossen. Wäre fast ein Grund, länger liegen zu bleiben, aber das machte einen ja nun auch nicht reicher. Dann ging er tagsüber einher wie einer, dem der Hagel sein Weizenfeld zerschlagen, schnauzte jeden an, der ihm in den Weg kam, und zermarterte sein armes Hirn mit Gedanken, wie er wohl zu dem nötigen Gelde kommen könne. War dies doch das Einzige, was ihm, seiner Ansicht nach, dazu fehlte, der feinste Kavaliere einer zu werden. Seine Nachbarn, denen er manchmal sein Herz auszuschütten pflegte, wollten sich totlachen über sein närrisches Sehnen, spotteten über ihn, wo sie konnten, und sagten mit Lachen, wenn der Esel die Laute schlägt, ist er noch lange kein Künstler. Ich persönlich kenne Spielmänner, die... Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber das half alles nichts. Als er nun eines Tages wieder mürrisch und verdrossen hinter seinem Pfluge einherging und der schönen Gotteswelt auch nicht den geringsten Blick schenkte, hörte er plötzlich, wie die Pflugschar mit Klirren an einem Gegenstand stieß. Und da er sich fluchend bückte, um den vermaledeiten Stein aus dem Wege zu räumen, gewahrte er einen angerosteten, großen, eisernen Topf im Erdreich. Der war so schwer, dass er ihn kaum heben konnte. Und als er den Deckel lüftete, da, wer beschreibt seinen freudigen Schreck, fiel ihm die Pfeife aus dem Munde und die Beine begannen ihm zu zittern. Bis an den Rand war der Topf mit Dukaten gefüllt, die so neu und blank aussahen, als kämen sie eben aus des Kaisers Schatzkammer. Vielleicht taten sie dieses auch, wer weiß das schon. Bald jedoch erholte sich das Bäuerlein, das sich so unvermutet vor das Ziel seiner Herzenswünsche gestellt sah, schlug einen Purzelbaum vor Vergnügen und brachte dann seinen Schatz in sicheren Gewahrsam. Anderen Tages füllte er sich die Taschen mit den blinkenden Goldfüchsen und ging in die Stadt, wo er sich gleich den vornehmsten Laden aussuchte. »Hallo, Kaufmann«, schrie er, »nun rückt mal heraus mit dem Feinsten, was ihr habt und was zum Anzug eines vornehmen Kavaliers gehört. Nichts soll mir zu teuer sein und das Beste werde ich gerade gut genug finden.« Dabei warf er eine Handvoll Dukaten auf den Tisch, damit der Kaufmann gleich wisse, woran er sei, und nicht am Ende denke, es mit einem Aufschneider und Hungerleider zu tun zu haben. Und nun ward herbeigeschleppt, was es nur Kostbares gab. Seidenzeug aus Lyon, Spitzen aus Brabant, Samtgewebe aus Persien und tausenderlei anderer Dinge, wie sie sich nur ein vollendeter Galan wünschen kann. Der Kaufmann,
der sich auf seine Leute verstand, merkte bald, was die Glocke geschlagen hatte, war mit seinem Rat hilfreich zur Hand und bald waren Anzüge ausgewählt, deren sich kein König zu schämen brauchte. Wie sich unser Bauer nun in den großen Pfeilerspiegel neu ausstaffiert betrachtete, wollte er kaum glauben, es blicke ihm aus dem Glase derselbe Mensch entgegen, der gestern noch hinter dem Pfluge hergegangen war. So stattlich präsentierte er sich in dem violetten Samtbams, mit dem Goldstickereien und dem Hut, mit dem wallenden Federbusch. »Bei allen Heiligen«, sagte der schlaue Kaufmann voll erheuchelter Bewunderung, »wenn ihr nicht einem Prinzen von Geblüt gleich seht, will ich mich hängen lassen. Eine Fürstin muss zumindest eure Frau werden.« Der Bauer blinzelte ihn wohlgelaunt von der Seite an und entgegnete mit überlegenen Lächeln, »Fürstin? Ach, ein bisschen höher hinauf, guter Freund. Ein bisschen höher hinauf würde mir besser zu Gesicht stehen.« »Freilich, freilich«, beeilte sich der Handelsmann zu antworten. »Unsere Königstochter wäre euer gerade würdig. Aber...« »Aber? Was soll's mit dem Aber?« forschte der neugebackene Kavalier misstrauisch. »Einen feineren und reicheren Gemahl findet sie eben nicht. Habt ihr mir nicht selbst vor wenigen Minuten versichert, ein solch kostbarer Zobel, wie er meinen Mantel ziert, sei nicht einmal im Besitz des Königs?« »Oh, das stimmt schon, werter Herr.« »Und doch?« Hier kraute sich der Kaufmann vor Verlegenheit hinter den Ohren. »Ich weiß nicht, wie ich's gleich sagen soll. Seht, nun, ihr wisst doch, mit den Kavalieren ist wie mit den Blumen. Je kostbarer, je seltener einer ist, desto feiner ist der Duft, der ihn umgibt. Nun hat unsere Prinzessin eine so feine Nase, dass sie es sofort herausriecht, mit wem sie es zu tun hat, und einem Herzog von einem Grafen auf 10 Schritt unterscheidet. Der Bauerngeruch aber sei ihr ganz besonders zuwider. Erzählt man, sie wittere ihn schon aus der Ferne und sei hochmütig, wie eine echte Prinzessin halt.« »Was ihr nicht sagt«, hob das Bäuerlein etwas kleinlaut an und schnüffelte an sich herunter. »Puh, lässt sich dagegen nichts tun? Gibt es kein Mittel, keine Arznei, sich von diesem bösen Duft zu befreien?« »Oh, gewiss.« Und der Kaufmann lächelte geheimnisvoll. »Man braucht nur Dr. Adabatus in der Stadt Melisund aufsuchen. Der repariert.« Da verließ ihn mit einem Dank für die gütige Auskunft der Bauer, kaufte sich einen stark knochigen Gaul, füllte sich abermals alle Taschen mit Dukaten, erfragte sich die Lage der Stadt Melisund und machte sich auf den Weg zu Dr. Adabatus. Nachdem er 3 Tage und Nächte, denn es sind immer 3 Tage und Nächte, geritten war, erreichte er die gesuchte Stadt, deren Türme und Zinnen ihm schon von Weitem in der aufgehenden Sonne entgegenfunkelten. Er ließ sich von einem Knaben bis an das Haus des Dr. Adabatus führen, denn der Name war bekannt bei Alt und Jung, und bat um Einlass. Vor einem Herdfeuer stehend, auf dem soeben ein neues Lebenselixier brodelte, empfing ihn der berühmte Mann. Mit seinen düsteren Augen sah er ihn eine Weile forschend an, als wollte er bis auf den Grund seiner Seele sehen. Und da das Bäuerlein sein Anliegen in schön klingenden Redensarten vorzubringen suchte, unterbrach er ihn barsch und sagte ohne Federlesen, »Spar deine Worte, nur ein Stümper hört auf die Leidensgeschichte seines Patienten. Ich weiß, was dir fehlt. Du möchtest aus einem Bauern ein Kavalier werden. Versteh's auch, denn so tauchst du freilich noch nicht dazu. Gemacht kann's werden, aber die Sache kostet Geld.
Der Bauer schüttete, ohne ein Wort zu sagen, den Inhalt seiner Tasche auf den Tisch. Und als der gelehrte Herr das gleißende Häuflein vor sich sah, nickte er befriedigt, strich es ein und sprach, »Das langt. Und merke nun auf, was ich dir sage. Ihr Bauern habt ein dickflüssiges, ungesund Blut, das träge seines Weges rollt und deshalb zu allen feinen Gedanken, zierlichen Redensarten, liebenswürdigen Manieren, wie sie in den Schlössern und auf Edelhöfen zu Hause sind, gänzlich ungeeignet ist. Auch fehlt die Würze, die Süße, der Duft. Du musst deshalb in einem süßen Tunke umgekocht werden. Die wohl zubereitete Flüssigkeit muss durch die Poren deiner Haut dringen und eine völlige Änderung deiner Säfte herbeiführen. Die Kur ist, von der Hand eines Meisters geleitet, ohne Gefahr. Halt dich bereit. Ich rüste sogleich das Nötige.« Er rief nach seinen Handlangern, ließ einen riesengroßen Kessel über den Kochherd seiner Studierstube stellen und wohlgesiegelte Flaschen, Töpfe, Kruken mit Inschriften in chinesischen Lettern sowie seltsam verschnürten Packen, von denen einzelne mit einem Totenkopf beklebt waren, wurden hereingebracht. Dann entließ er seine Heilgehilfen und ging an die Zubereitung des wunderkräftigen Wassers. »Dies hier ist Honig vom Berge Hymettos in Griechenland«, sagte er und schüttete den Inhalt eines großen Topfes in den Kessel. »Das ist die Süße und das Fundament, auf dem sich alles gründet und aufbaut. Dies hier ist ein Lakritzstänglein. Dies ist Süßholz, geraspelt, so der Zunge eine liebliche Gelenkigkeit zur anmutigen Rede verleihen. Hier Fenchel, Anis, Ambra, dem Geist Kraft und Zartheit mitteilen. Hier Gewürznägel, Zimt und Rohrzucker, die den Gelenken zierliche Bewegungen geben. Und die Büchse dort, gestempelt mit dem Siegel des Kaisers von China selbst, enthält das Köstlichste, die Krone des Ganzen. Zibet, Moschus und Lavendel. Das in der richtigen Mischung erteilt dir den Duft des Kavaliers und vertreibt jeglichen Bauerngeruch auf ewige Zeiten.« Dem Bäuerlein wirbelte bei all den fremden Namen der Kopf und staunend schaute er den Hantierungen des Weisen zu, während ein bläulicher Dampf dem Kessel entstieg und das Gemach mit allen Wohlgerüchen Arabiens erfüllte. Endlich war alles bereitet, wie es sich gehörte, und Dr. Atabatus befahl dem Bauern, die Gewänder abzulegen und in den Kessel zu steigen. Ins Feuer aber warf er noch ein paar mächtige Scheite, dass die Funken wie kleine Sterne in die Höhe stoben. »So«, sagte er, »jetzt bleibst du so lange darin sitzen, bis du merkst, wie dich die Süße langsam durchdringt, wie sie die Blutbahn hinaufsteigt und solange du die Hitze vertragen kannst. Merk auf, je länger, je besser. Denn bleibt auch nur etwas der alten, bösen Bauernsäfte zurück, so gerät die Süße in Gärung, wird herb und ranzig und die Kur bleibt ohne gewünschten Erfolg. Es liegt also gänzlich an dir, wenn es nicht klappen sollte.« Hustend und schwitzend saß der angehende Kavalier in der Flüssigkeit, die mit jeder Sekunde heißer und heißer wurde. Er japste nach Luft, wenn ihn die Dämpfe umqualmten, ihm beißend in die Augen und Nase fuhren, ihm den Atem raubten und wähnte nicht anders, als dass sein letztes Stündlein geschlagen habe. »Halte aus«, tröstete der Arzt. »Halte aus! Halte aus! Es kämpfen jetzt die Geister der Heilskräfte mit den unreinen Geistern, so die im Geblüt sitzen. Es kämpft die Süße mit dem Sauren. Hier, jetzt drückt Zibet vor. Jetzt da schwingt Ambra das Schwert. Und dort naht Lavendel und bringt uns den Sieg.
Endlich, da es dem Bauer schien, er habe seinen letzten Atemzug getan, winkte Adabatus mit feierlicher Miene. Es ist genug. Und halbtot entstieg er der süßen Wundertunke und schwur bei sich, diese Kur zum zweiten Male nie mehr über sich ergehen zu lassen. Doch schon in Bälde erholte er sich. Die Kräfte kehrten schnell zurück und schmunzelnd schaute der Meister auf sein gelungenes Werk. Ja. So, kehre heim, mein Sohn. Adabatus hat sich ein neues Lorbeerreis in seinen Ehrenkranz geflochten. Seit langem schon ist kein vollendeterer Kavalier aus seiner Werkstatt hervorgegangen. Fröhlich verließ der Bauer das Haus. Er stand sich gleich ein edles arabisches Ross, rüstete es stattlich aus mit purpurnen Schabracken und goldenen Steigbügeln und ritt aus den Toren der Stadt Melisund den kürzesten Weg im raschen Trabe der Königsburg zu. Als er nun vor dem Portale des herrlichen Schlosses hielt, eilten ihm geschäftige Diener entgegen. Der eine hielt ihm die Bügel, der zweite breitete kostbare Teppiche vor seinen Füßen und der dritte führte ihn die Treppe hinauf, direkt in den Thronsaal, wo soeben der König und seine Tochter Hof hielten. Denn man glaubte nicht anders, als dass zu den vielen Prinzen und Königssöhnen, die sich um die Hand der Prinzessin Mumula bewarben, ein neuer hinzugekommen sei. Da saß nun unter rot samtenen Baldachin auf seinem Thron der König mit Zepter und Reichsapfel in den Händen und neben ihm die Prinzessin Mumula. Ach, war die schön! In ihren schwarzen Haaren glänzten Diamanten und Perlen und ihr Gewand war mit silbernen Sternlein bestickt. Die funkelten wie die Sterne am blauen Nachthimmel. Weil sie aber hach so hochmütig war und das Näschen immer steil in die Luft trug, musste Tag und Nacht ein Mohr einen Schirm über sie halten, damit es ihr nicht in die Nase regne. Nur ein ganz klein wenig zog sie den Schnabel und schnupperte nach rechts und nach links, als der fremde Kavalier vor sie hintrat. Doch roch sie nichts, weil Meister Adabatus seine Sache verstanden hatte. In zierlichen, wohlgesetzten Worten, denn die Lakritzstängel und das geraspelte Süßholz taten ihre Wirkung, trug nun der Bauer sein Anliegen vor. Wer weit her sei, wer von der Schönheit der Prinzessin gehört und nur noch den einen Wunsch habe, sie als sein ehelich Gemahl in die Arme zu schließen. Nicht ungern begann die Schöne seiner Rede zu lauschen, denn er sah gar stattlich aus, hatte Saft und Kraft in sich und überragte manch blassen Prinzlein um Haupteslänge. Ja, aber nun geschah etwas Unvorhergesehenes. Ein Jucken kam den Bauerssohn an, und ehe er sich dessen versah, kratzte er sich kräftig und tüchtig, wie er es daheim gewohnt war. Da schnellte das Näschen der Prinzessin Mumula wieder blitzschnell in die Luft. »Päh«, sagte sie, »Bauer bleibt Bauer.« Und hochmütiger denn je schaute sie zur Seite und hatte auch nicht einen Blick mehr für den Erkannten. Dem war aber zumut, als hätte man einen Kübel eiskalten Wassers über ihn ausgeschüttet. Denn ihm wäre nie auch nur im Traum nur der Einfall gekommen, man kratze sich an Königshöfen nicht, wenn man irgendwo ein Jucken oder Stechen verspürte. Kleinlaut schlich er aus dem Saal, von 100 spöttischen und schadenfrohen Augen begleitet. Und still ritt er davon, seinem Pferde den Weg überlassend, Verzweiflung im Herzen. Wohl tausend Male verwünschte er im Geiste den Doktor Adabatus und wusste nicht aus noch ein, denn das stand fest in ihm, dass er sterben müsse, wenn er Prinzessin Mumula
nicht erwerben könne. Er ritt und ritt, 5 Tage und 5 Nächte, und kam endlich in die Stadt Berefast. Wie er nun so in Gedanken die Hauptstraße hinabtrabte, weder auf die Paläste zur Rechten und Linken, noch auf die Menschen, die die Bürgersteige füllten, ein Auge warf, sah er plötzlich ein Gefährt mit 6 schneeweißen, rotgezäumten Mauleseln bespannt, ihm entgegenkommen. In dem Wagen saß ein Mann mit langem weißen Bart, und sein schwarzer Talar war mit seltsam geheimnisvollen Zeichen besetzt. Da die Menge ihn gewahrte, entstand ein großer Auflauf. Mützen flogen in die Höhe, Tücher wurden geschwenkt, und aus 1000 Kehlen erscholl der begeisterte Ruf: Heil dem Meister Perpendiculus, dem Stolz von Berefast! Unser Betrübter erwachte aus seinem Geträume und fragte den ersten Besten: Sagt an, guter Freund, was hat es mit diesem Meister Perpendiculus auf sich? Ei, entgegnete der und maß ihn ein wenig verächtlich. Ihr seid wohl vom Mond gefallen, wat? Dass ihr nichts von dem wisst, was der ganzen Welt bekannt ist? Meister Perpendiculus ist der weiseste Arzt der Erde, und Berefast ist stolz darauf, ihn zu besitzen. Es gibt keine Krankheit des Leibes und der Seele, die seiner Kunst widerstände. Man erzählt, dass Geister ihm gehorchen, dass er Tote erwecken und schon manchen Strohkopf mit Weisheit gefüllt habe. Seht, jenes Haus dort mit den 6 erzenen Säulen und dem Tor aus schwarzem Onyx. Das ist der Wohnsitz des Meister Perpendiculus. Und habt ihr was, so euch das Herz bedrückt, vertraut ihm an. Er schafft Rat. Eine kleine Weile nachher klopfte das Bäuerlein an die Onyxpforte, die einen dumpfen Klang gab, und begehrte von dem Mohren, der ihm öffnete, zu dem Magister geführt zu werden. In einem fremdartig ausstaffierten Gemach, durch dessen bunte Scheiben das Tageslicht nur spärlich und gedämpft hereinquoll, saß der weise Meister vor einem Pergamentband, auf dessen roten Blättern in Goldschrift Mittel gegen jegliches Gebrechen geschrieben standen, und blickte erst auf, als der, so seines Rates und seiner Hilfe bedurfte, vor ihm stand. Niedergeschlagen berichtete der verunglückte Kavalier, wie sich alles zugetragen, wie trotz der süßen Abkochung des Dr. Atabatus die Prinzessin den Bauerngeruch gespürt und wie er sich ein Leid antun müsse, wenn Magister Perpendiculus keinen Ausweg ersinne. Als der den Namen Atabatus gehört, war ein verächtliches Lächeln über sein Gesicht gegangen. Und nun hob er an: Eure Sache steht so schlimm nicht, zumal euch euer guter Stern genau vor die richtige Schmiede geführt hat. Fern sei es von mir, auch nur ein nachteiliges Wort über die Kunst meines Kollegen zu sagen, denn das ist unter uns Ärzten nicht Brauch. Allein das eine kann ich euch nicht verhehlen. Seine Methoden sind gänzlich veraltet. Wer heutzutage noch sein Vertrauen auf die Mischung verschiedener Stoffe setzt, ist ein Esel. Seit den Zeiten meines Lehrers, des großen Paracelsus, hat man für die Heilweise des Hippokratus, der Atabatus blind ergeben ist, nur noch ein mitleidiges Lachen. Sauer müsst ihr gekocht werden. Sauer, lieber Freund. Eine wohltuende Säure muss eurem übergesunden Bauernblut zugeführt werden, ohne jeglichen Zusatz, ohne jegliches Gewürz. Na seht, Fürsten, Königen, Kaisern gar, hat diese meine Hand zur Ader gelassen. Und es ist mir nicht noch kein Tröpfchen Kavaliersblut vorgekommen, das nicht säuerlich gedunstet hätte. Na, freilich. Die rechte Säure muss es sein. Daran liegt's, jawohl. Darin besteht das Geheimnis. Und natürlich ein mehr klägliches Sümmchen werdet ihr hergeben müssen.
Aber für was ist was? Der Bauer schüttete ohne weiteres den Inhalt sämtlicher Taschen in ein Mäßchen, das ihm der Herr Magister vorhielt, indem er sein Honorar einzuheimsen pflegte. Perpendiculus rüttelte es ordentlich fest, und da es bis an den Rand gefüllt war, sprach er: Es fehlt noch um eines Strohhalms Breite an dem üblichen. Ich will's aber auch dafür tun, da mein Herz nicht am Gewinn hängt. Dann führte er seinen Patienten in ein kellerartiges Gelaß, wo unter einem geräumigen, silbernen Kessel eine blaue Flamme kochte, ließ ihn sich in das darin befindliche Wasser setzen und zog aus dem faltigen Gewande ein Kristallgläslein, in dem eine helle Flüssigkeit blinkte, und goss nur wenige Tropfen in den Kessel. Alsbald fing das Wasser an, sich zu kräuseln und Blasen zu werfen, und ein saurer Dunst stieg aus ihm auf, während der Magister mit einem Blasebalg das Feuer zu hellerem Glühen anzutreiben begann. Auf der höchsten Spitze des Himalayas wächst in einer Felsenspalte das Kraut, sagte er, mit dem der Vogel Phönix sein Nest auszufüttern pflegt. Und genau aus diesem Kraut wird vermöge kunstreicher Destillation diese Säure, so euch Not tut, gewonnen. Der arme Schelm im Wasser aber fing an, gänzlich entsetzliche Gesichter zu schneiden. Denn prickelnd und ätzend fühlte er die Säure in die Adern dringen. Der Atem ward ihm fast genommen und das Wasser erhitzte sich blitzschnell und schäumte fast über den Rand des Behälters. Je ärger er aber stöhnte und litt, desto vergnüglicher wurde der große Meister. Fürtrefflich, fürtrefflich, jubelte er und schlug sich mit der Hand an die Seite. Die Kusch legt an. Spürt ihr es, wie all das böse Gewürz, die lächerliche Süßigkeit meines Genossen, euch in blauen Wolken verlässt und wirbelnd zum Schornstein hinausfährt? Merkt ihr es, wie die Krallen der Säure sich in die Tibetkatze schlagen und wie sie die letzte Spur des Ambra vernichten? Oh Gott, oh, lasst gut sein, Perle der Wissenschaft, jammerte der im silbernen Kessel. Ich glaube, es genügt. Ein bös Brausen habe ich in den Ohren. Feuerfunken tanzen mir vor den Augen und alle Gedanken mischen sich mir zu wirren Knäueln. Ich überstehe die Kur nicht. Ein entseelten, wenn ihr so weitermacht, ein entseelten fischt ihr aus eurer Brühe. Doch der Magister drückte ihn mit dem goldenen Schaumlöffel, der ihm wie ein Schwert zur Seite hing, noch tiefer in die Flüssigkeit, häufte ihm den weißen Schaum übers Haupt, also dass er kein Glied rühren konnte und seine Seele den Heiligen befahl. Dann hob er ihn mit einem Ruck aus der Säure und es dauerte nicht lange, da kehrten die Lebensgeister des Armen in doppelter Frische wieder. Neue Kraft durchglühte ihn und als Meister Perpendiculus ihm nun einen Silberspiegel vorhielt, musste er zugeben, die Kur habe angeschlagen. Das Mittel seinen Zweck erreicht. So vornehm sah er aus, als reichte er mit seinen Ahnen bis in die graueste Zeit zurück. Da sich das Onyx-Tor wieder hinter ihm schloss, ritt er spornstreichs heim, füllte sich alle Taschen abermals mit blanken Goldstücken, warb ein stattliches Gefolge, das ihn an den Königshof begleiten sollte, und machte sich von neuem auf, um die Hand der Prinzessin Mumula zu werben. Und es war wieder wie das erste Mal. Als er vor dem Portal des Schlosses hielt, eilten ihm die Diener entgegen. Der erste hielt ihm die Bügel, der zweite breitete die Teppiche unter seine Füße und der dritte geleitete ihn die marmornen Treppen hinauf. Untereinander aber flüsterten sie: Das ist sicher der erwartete Prinz aus Mauretanien, dem die sieben goldenen Schlösser gehören und dessen Schatzkammern
bis an die Decke mit Kostbarkeiten gefüllt sind. Im Thronsaal warteten schon viele Prinzen und Königssöhne aus nah und fern auf das Erscheinen der Prinzessin. Die standen zu beiden Seiten des Thrones, auf dass die Königstochter sich den Schönsten erwähle, und zu den Stattlichsten gehörte auch der Bauer. Endlich ertönten Fanfaren und Trompeten. Die Doppelvorhänge einer Tür wurden zurückgeschlagen und in glanzvollem Zuge nahte der König und neben ihm die Prinzessin. Die aber war heute noch tausendmal schöner als das erste Mal. In ihren schwarzen Haaren trug sie eine kleine, funkelnde Krone und ihr weißes Kleid war mit Rosen bestickt, aus deren Kehlchen die herrlichsten Diamanten blitzten. Nur das Näschen trug sie so hoch wie immer. Doch sie schnupperte nicht einmal, denn Meister Perpendiculus hatte selbst das letzte Stäubchen jenes Geruchs, der ihr so zuwider war, in seiner Säure getötet. Der Bauer aber dachte bei sich: Wenn ich dich heute nicht gewinne, du holdseligste der Sterblichen, so wäre es mir besser, nicht auf der Welt zu sein. Vor der Prinzessin hüpfte in munteren Sprüngen ihr Windspiel, lief von einem zum anderen, ließ sich von diesem glätten und jenem und setzte sich endlich dicht vor den Bauern. Wie der aber den Hund sah, fiel ihm seine Jugend ein. Da war es sein liebstes Vergnügen gewesen, den Katzen in den Schwanz zu kneifen. Und wenn sie dann miauend und fauchend davongefahren waren, hatte er sich den Magen gehalten vor Lachen. An keinem Hunde aber war er vorübergegangen, ohne ihm auf den Schwanz zu treten, und hatte immer seine helle Freude daran gehabt, wenn sie heulend das Weite suchten. Und wie er so darüber sann und sann, vergaß er Königskind und Hofburg, Glanz und Umgebung und hob langsam den Fuß an und trat dem königlichen Hunde nachdrücklich auf den Schwanz. Das Hündchen, so böser Handlung ungewohnt, hob ein Gequiek an, als hätte sich's aufs heiße Eisen gesetzt, kniff den Schwanz ein und raste davon wie vor dem Leibhaftigen. Vor dem Oberhofmeister zwischen die Beine, dass er schier zu Fall kam, und erfüllte den ganzen Saal mit seinem Geheul. Da richtete sich das Näschen der Prinzessin Mumula fast kerzengerade in die Höhe, und sie sprach, dass es durch den ganzen Raum klang: Päh, Bauer bleibt Bauer, koch ihn süß oder sauer. Sie winkte einem Königssohn und reichte ihm die Hand zum Zeichen, dass sie ihn zum Gemahle erwähle. Wie ein Donnerschlag jedoch traf ihre Rede den zum zweiten Mal Erkannten. Ehe jemand noch recht zur Besinnung kam, hatte er den Saal verlassen, riss sein Pferd aus dem Stall und der Hufschlag seines Rosses klang laut und dröhnend, da er über die Zugbrücke in wildem Rasen fortjagte. Viele Tage ritt er kreuz und quer durch die Welt, ohne selbst zu wissen, wohin. Sein edles Ross, solcher Anstrengung ungewohnt, ward lahm und steif. Und endlich, da es nicht weiter konnte, stieg er ab, überließ es auf einer fetten grünen Wiese seinem Schicksal und ging nun zu Fuß weiter. Bitternis, Groll und Verzweiflung im Herzen. Manchen Tag noch wanderte er auf staubigen Straßen dahin, bis ihn der Zufall in seine eigene Heimat führte. Als er in einen Forst kam, hinter dem nur eine Tagesreise entfernt seine Hütte lag, lagerte er sich neben einem Quell, um Gesicht und Hände mit kühlendem Nass zu netzen. Lange Zeit saß er da, in trübem Gedenken seines beklagenswerten Geschicks, als ein runzeliges Mütterlein des Weges kam, das im Wald nach Pilzen gesucht hatte. »Gott zum Gruße, Schmuckerknabe«, redete sie ihn an, »was schaust du da rein, als stünde keine Sonne am Himmel?
als singe kein Vöglein im Walde. Solch sauertöpfisch Wesen kleidet kein Geschöpf Gottes. Und das Mütterchen setzte sich zu ihm. Da fasste er sich ein Herz, weil ihm so sterbensübel zumute war und er keine Seele hatte, der er sein unselig Geschick berichten konnte. Und er erzählte der Alten haarklein, was sich alles mit ihm zugetragen hatte. Da er geendet, lächelte das Mütterchen und sprach: Ein Einfallspinsel bist du. Durch deine dicke Schwarte sei all das Süße und Saure gegangen, was dir die klugen Doktors vorgefabelt. Nichts kann in einen Menschen kommen, so es nicht in ihm ist. Ein freundliches Herz, dazu unmerkliche Leitung, zarte und feine Zurechtweisung in Kindertagen, wie sie eine liebende Mutter dem eigenen Blut zukommen lässt. Das verleiht einem jene schöne Farbe herkömmlicher guter Sitte, die den Menschen zum Kavalier macht. Ein Tölpel allerdings bleibt ein Tölpel, in jedem Stande. Damit erhob sie sich, nickte ihm zu und tumpelte von dannen. Dem Bäuerlein war zumute, als hätte der Himmel selber ihn getröstet. Eilends schritt er fürbaß und froh klopfte ihm das Herz, als er sein heimatlich Dach bei der sinkenden Sonne erreichte. Auf dem Boden seines eisernen Kessels fand sich noch gerade eine Handvoll Dukaten, die dazu ausreichten, ein neues Leben zu beginnen. Das geschah, und zufrieden sitzt er noch heutigen Tages dort, wo er saß, als wir die Geschichte begannen. Der Teufel ist los. Oder das Märlein, wie der Teufel den Branntwein erfand. Ein Märchlein von Ludwig Bechstein. Gelesen von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Es hatten einmal zwei Landesherren einen Grenzstreit. Da waren auf jeder Seite Zeugen, die das Recht behaupteten. Und darunter waren zwei, die hatten vom Teufel die Schwarzkunst erlernt und ihm dafür ihre Seele verschrieben. Denn das gehört sich so. Diese beiden nun haben einmal ein jeder in der Nacht wollen falsche Grenzsteine setzen. So wie jeder von ihnen die Grenze behauptete. Und haben die Steine mit schwarzer Kunst wollen machen, dass sie aussähen, als ob sie schon viele, viele Jahre da gestanden hätten. Da sind sie alle zwei als feurige Männer hinauf auf die Höhe gegangen. Und wie der eine nun hinaufkommt, da ist der andere schon da. Aber keiner hat etwas von dem anderen gewusst, dass dieser denselben Gedanken hatte. Da fragte nun der eine den anderen: Sag mal, was machst du da? Was hast du denn da nachzufragen? Sag mir zuvor, was du da machen willst. Grenzsteine will ich setzen. Und ich will den Grenzzug machen, wie dieser eigentlich sein muss. Ha, das kannst du auch sein lassen. Das hab ich schon getan. Und da stehen die Steine, hier. Und so hier, so geht der Grenzzug. Ach, das ist doch nicht richtig. Und hier so, schau, so geht der Grenzzug. Mein Herr hat gesagt, ich hätte recht und ich soll auf keinen Fall nachgeben. Oh, dein Herr hat das gesagt. Wer ist denn dein Herr? Das wird ja ein schöner Monsieur sein. Der Teufel ist mein Herr. Na, hast du nun Respekt? Was?
Das ist nicht wahr. Das ist mein Herr. Und mein Herr hat mir gesagt, ich habe recht und ich soll ihn nicht nachgeben. Ach, packe dich den Augenblick, oder es geht dir schlecht. Und so kamen die zwei hintereinander. Und zuletzt, da gab der eine feurige Mann dem anderen eine Maulschelle, dass ihm der Kopf herabflog und kullerte den ganzen Berg hinab. Und der feurige Mann ohne Kopf rannte hinter seinem feurigen Kopfe her und wollte ihn haschen und in sich wieder aufsetzen, um es dann dem anderen, köpfigen, feurigen Manne heimzuzahlen. Aber er konnte ihn nicht einholen, denn, sind wir ehrlich, ohne Kopf sieht es sich dann doch schon recht schlecht. Und wenn der eigene Kopf dann auch noch rollt, sogar ein wenig schlechter, bis ganz drunten im Graben. Wie nun der eine dem anderen die Maulschelle gegeben hatte und jener hinter seinem Kopfe herlief, da kam auf einmal ein Dritter, der Übersichtlichkeit halber hier feuriger Mann genannt, dazu und fragte den, der oben blieb, »Was hast du da gemacht?« »Was geht dich das an? Und was hast du mir überhaupt zu befehlen?« »Den Augenblick packe dich deiner Wege oder ich mache es dir gerade so wie jenem.« »Halunke, hast du nicht mehr Respekt vor mir? Weißt du nicht, dass ich, dein Herr, der Teufel bin?« »Und wenn du 10-mal der Teufel selbst bist, so liegt mir daran gar nichts. Du kannst mich meinetwegen recht schön reinmachen. Diesen Gefallen will ich dir tun. Du sollst aber dein Lebtag daran gedenken.« Und da fing der Teufel an und machte ihn rein, dass die Feuerputzen auf dem ganzen Bergrücken herumflogen. Aber wie er ihn so reinmachte, da er sah mein feuriger Mann den günstigen Augenblick und griff hin und erwischte den Teufel im Nacken, hielt ihn fest und sagte ihm, »Ha, nun bist du in meiner Gewalt. Nun sollst du sehen, dass du in der Menschen Hände bist. Du hast dein Leben lang genug, arme Leute, den Hals herumgedreht. Nun sollst du auch einmal erfahren, wie es tut, wenn einem der Hals umgedreht wird.« Und fing an, als wollte er dem Teufel den Hals umdrehen. Den Kopf verdrehen, abschrauben quasi, nur halt buchstäblich, wenn man so möchte. Wie der Teufel nun sah, dass der feurige Mann ernst mit ihm machte, legte er sich aufs Bitten und gab ihm die himmelsbesten Worte. Immerhin war er ja mal ein Engel gewesen und kannte derer. Er sollte ihn doch gehen lassen und solle ihm den Hals auch nicht herumdrehen. Er wolle ihm auch alles tun, was er nur von ihm verlangte. Da sagte ihm der, »Weil du so erbärmlich tust, so will ich dich nur gehen lassen. Aber zuvor musst du mir meine Verschreibung wiedergeben, in welcher ich dir meine Seele verschrieben habe. Und musst mir auch versprechen, ja, du musst mir das bei deiner Großmutter beschwören, dass du kein Teil mehr an mir haben willst. Auch all deine Lebtage von keinem Menschen dir wieder die Seele verschreiben lassen.« Wollte der Teufel wohl oder übel, einmal stak er in der Klemme. Und wenn er loskommen wollte und wollte nicht den Hals herumgedreht haben, so musste er in den sauren Apfel beißen und gab ihm seine Verschreibung wieder und versprach's ihm und verschwor sich bei seiner Großmutter, dass er keinen Teil mehr an ihm haben wolle und wolle auch sein Lebetag von keinem Menschen sich wieder lassen die Seele verschreiben. Wie er das alles getan hatte, ließ jener den Teufel los. Insgesamt ein eher dunkler Tag für die satanische Seelenhückerei. Wie aber der Teufel wieder ledig war, da tat er einen Sprung zurück, dass ihn jener nicht etwa unversehens noch einmal erwische, und stellte sich hin und sagte, »So, nun bin ich wieder ledig. Wenn ich dir, du Schalksner, nun auch deine Verschreibung wiedergegeben habe und habe dir versprochen und beschworen, dass ich kein Teil mehr an dir haben wolle, so habe ich dir doch nicht versprochen, dass ich den Hals dir nicht auch umdrehen wolle, so ich wieder ledig wäre.
und auf dem Hecke da sollst du alleweil sterben. Dafür, dass du mich gegurgelt hast und hast mir wollen den Hals umdrehen. Und damit fuhr der Teufel auf ihn hinein und wollte ihm den Garaus machen. Der aber riss aus und lief zum Wald hinein. Und der Teufel immer hinter ihm her. Endlich ersah es jener und kam an eine alte Buche. Die war hohl und hatte unten ein Loch. Da kroch er geschwind hinein und wollte sich verstecken vor dem Teufel. Aber er war nicht weit genug hineingekrochen und die Fußzehen guckten ihm noch heraus. Und weil er über und über feurig war, es ist durchaus denkbar, dass sein Plan, sich in der Nacht zu verstecken, nicht ganz durchdacht war, da leuchteten die Zehen durch die Nacht. Und der Teufel wurde es gewahr, wo jener sich hin versteckt hatte, und kam und wollte ihn an der Fußzehe erwischen. Aber der in seinem Baume hörte es, wie der Teufel getappt, er gestapft, getrampelt gar kam, wie er nach ihm greifen und ihn erwischen wollte. Da zog er sich vollends hinein und machte sich weiter im Baume hinauf. Da kroch der Teufel auch hinein, und jener machte immer weiter im Baume hinauf und der Teufel immer hinter ihm her. Endlich, da hatte der Baum oben in der Höhe ein weites Astloch. Da kam jener dran und kroch hinaus. Und wie er draußen war, da nahm er etwas, halt irgendetwas, was man da halt so oben findet, und verkeilte das Astloch, wo er hinausgekrochen war, und stieg geschwind herab und verkeilte auch das untere Loch und machte es mit schwarzer Kunst so fest, dass es der Teufel selbst und seine Großmutter und die ganze Hölle nicht wieder aufbringen konnten. Danach löschte er sein Feuer und ging seiner Wege. Und da steckte nun der Teufel in der alten Buche und konnte nicht herauskommen. Und es half ihm alles nichts. Er musste drin stecken bleiben. Und da hat er lange Zeit darin gesteckt. Sehr, sehr lang. Und vielmal zu jener Zeit, wenn die Leute des Wegs über jenen Berg gegangen sind, da haben sie ihn darin hören blöken und grunzen in seiner Buche. Endlich aber, wie der Holzschlag dort hinaufgekommen ist, da ist die Buche abgehauen worden. Da ist er endlich wieder herausgekommen und ist wieder frei geworden, der Teufel. Wie er nun wieder los war, da machte er sich auf und ging heim in die Hölle und wollte sehen, wie es da denn so aussähe. Aber da war alles leer darin, wie es in der Kirche in der Woche ist. Oder heutzutage am Wochenende. Oder allgemein, wenn nicht gerade Weihnachten und Ostern ist. Und keine Seele war mehr zu hören noch zu sehen. Seit der Teufel damals fortgegangen und nicht wiedergekommen war und auch kein Mensch nicht gewusst hatte, wo er hingekommen war, da war nicht eine einzige Seele wieder in die Hölle gekommen. Und da war seine Großmutter aus Herzeleid gestorben. Und wie die tot war, da packten alle die armen Seelen, die dazumal in der Hölle waren, auf und machten sich auf und davon und gingen alle miteinander in den Himmel. Gute Zeiten für ehemalige Sünder und Satanisten. Und da stand er, Maus Mutterstern allein in der Hölle, und wusste seines Leides keinen Rat, wie er es wohl anfinge, dass er wieder arme Seelen bekäme, weil er es nicht mehr tun durfte. Und hatte es damals bei seiner Großmutter verschwören müssen, dass er von keinem Menschen sich wieder wollte die Seele verschreiben lassen. Und auf andere Weise bekam er damals keine Menschen in die Hölle. Und da stand er und wusste seines Herzeleides kein Ende und wollte sich die Hörner aus dem Kopfe raufen vor lauter Herzeleid und Jammer. Lange Zeit saß er da in seinem Selbstmitleid. Und irgendwann begann er zu denken. Und da fiel ihm auf einmal etwas ein. Wie er so in der alten Buche gesteckt hatte und nicht heraus konnte, da war ihm zuletzt
die Langzeit geworden. Klar, er steckte immerhin in einer Buche fest. Und da hatte er über allerlei nachsimuliert und den Branntwein erdacht und erfunden. Denn so etwas macht man halt alleine in Buchen. Das fiel ihm alleweil mitten in seinem Herzeleide wieder ein. Denn woran denkt man mit gebrochenem Herzen? An Alkohol. Und da dachte er sich, das müsse ein Mittelchen sein, wie er doch wieder arme Seelen in die Hölle bekommen könne. Und da packte er auf der Stelle auf und ließ die Hölle Hölle sein und ging nach Nordhausen. Also, er ging halt nicht weit weg von der Hölle und wurde ein Schnapsbrenner und machte Branntwein drein und drauf und schenkte ihn in die Welt hinein. Damit nicht genug, denn er zeigte auch den Nordhäusern, allen miteinander, wie der Schnaps gemacht wird und versprach ihnen viel Geld und Gut, wenn sie's lernten und ebenfalls Branntwein brennten. Denn Geld? Geld wollte er nicht. Danach gieren andere. Manchmal, so sagt man, gar Götter. Und die Nordhäuser ließen sich's auch nicht zweimal sagen und wurden alle Schnapsbrenner und machten Branntwein und schenkten ihn in die Welt hinein. Seit dieser Zeit schreibt sich's her, dass bis auf den heutigen Tag so viel Branntwein in Nordhausen gebrannt wird, wie an keinem anderen Orte in der ganzen Welt. Zumindest im Jahre 1845. Anscheinend haben sich die sinisteren Brennpunkte verschoben. Aber wie sich's der Teufel gedacht hatte, also ging es auch. Wenn die Leute erst ein wenig Branntwein im Leibe hatten, da fingen sie an zu fluchen und zu schwören, zu fummeln und tummeln und fluchten und schworen ihre Seele zum Teufel, dass sie der Teufel bekam, wenn sie gestorben waren, und brauchte ihnen darum erst gar nicht zu dienen, wie er sonst hatte tun müssen, wenn er eine arme Seele hatte haben wollen. Es gab da so eine Erzählung von einem Dr. Faust, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn sie sich den Kopf erst richtig vollgesoffen hatten im Branntwein, durchgingen sie die ganze Palette aller denkbaren und undenkbaren Sünden. Ebenfalls fingen sie da auch an und zankten sich und prügelten sich und brachen sich selber die Hälse, dass sich der Teufel nicht erst brauchte, die Mühe zu geben und brauchte sie ihnen herumzudrehen. Und wenn der Teufel zuvor sonst mit aller Mühe und Not hatte alle Woche einmal eine arme Seele in die Hölle bekommen können, da kam sie jetzt, dutzend und schockweise, alle Tage hinein. Und es dauerte kein Jahr, da war die Hölle zu klein geworden und der Teufel konnte die Seele nicht mehr unterbringen und musste ein ganz neues Stück lassen anbauen an die Hölle. Mittlerweile haben wir ganze 9 davon. Und kurz und gut, seit der Teufel aus der alten Buche jenes Mal wieder losgekommen ist, seit der Zeit ist der Branntwein aufgekommen. Und seit der Branntwein in der Welt ist, da kann man erst recht eigentlich sagen, der Teufel ist los. Der Hasenhirt. Ein Märchlein von Johann Wilhelm Wolf. Gelesen von Herrn Daniel, dem Geschichtenweber. Es war einmal ein König von Portugal. Der hatte eine sehr schöne Tochter.
und die hatte so viele Freier, dass sie sich ihrer nicht zu entschlagen wusste. Und dass die Wahl ihr mit jedem Tag schwerer wurde, denn jeden Tag kamen ihrer einige Dutzend mehr in der Hauptstadt an. Da ließ der König endlich ein Gebot ergehen. Wer ihm einen goldenen Apfel brächte, der solle die Prinzessin haben. Denn warum sollte sie auch selbst wählen können, das arme Ding? Vielleicht war er auch einfach nicht der beste Vater. Ihr denkt nun richtig, meine Freunde. Denn so eine Frucht bekommt man ja schnell. Nun wäre es zwar leicht gewesen, sich einen goldenen Apfel vom Goldschmied machen zu lassen, aber damit war es nicht getan. Denn der Apfel musste gewachsen sein. Und es gibt nur einen Baum in der ganzen Welt, worauf sie wachsen. Nun verloren die meisten Freier den Mut. Ein General aber behielt dessen genug und machte sich auf den Weg und kam in einen großen Wald. Und als er den hinter sich hatte, da lag eine große Heide vor ihm. Und mitten auf der Heide stand der Wunderbaum. Und er glänzte ganz prächtig, so voll goldener Äpfel war er. Kaum stand er daran, als ihm einer der goldenen Äpfel vor die Füße fiel. Den steckte er schnell in die Tasche. Aber er war nicht mit einem zufrieden, sondern wollte ihrer mehr haben. Denn wenn man schon einmal da ist, kann man sich auch ordentlich bereichern. Und rüttelte und schüttelte. Aber es wollte keiner fallen. Da nahm er einen Stock und wollte sich welche herunterwerfen. Aber das half auch nichts. Und er musste sich mit dem einen begnügen, den er hatte, und zog ab. Als er nun wieder in den Wald kam, begegnete ihm ein kleines graues Männchen. Das fragte ihn: »Ei, mein Freund, was hat er denn in seiner Tasche?« Der General sah das Männchen einmal von der Seite an und erwiderte unwirsch: »Mein Dreck hab ich!« Da sprach das Männchen: »Ist ein Dreck, dann soll's auch ein Dreck bleiben.« Und mit den Worten war es verschwunden. Als der General in die Hauptstadt kam, da machte er groß Geschrei, dass er den goldenen Apfel habe. Und als der König das hörte, ließ er schnell eine prächtige Mahlzeit anrichten. Dabei saß der General neben der Prinzessin und meinte schon, er hätte sie. Damit hatte es aber gute Weile. Denn als ihm gegen Ende der Tafel eine große goldene Schüssel vorgehalten wurde und er den goldenen Apfel darauf legen sollte und er in die Tasche griff und den Wunderapfel herausziehen wollte, da hatte er einen Dreck in der Hand und der roch so übel. Dazu muss ich sagen, es war Dreck von ganz besonderer Qualität, dass die Prinzessin ohnmächtig wurde, denn die war derartige Gerüche nicht gewohnt. Der König aber wurde ganz wütend, denn er meinte, der General hätte ihn zum Narren halten wollen. Er rief die Schildwache herein und ließ den General in das dunkelste Gefängnis werfen und ihn nur mit Wasser und Brot traktieren, was dem General lange Zeit nicht zum Besten schmecken wollte. Nun geschah es, dass ein gemeiner Soldat, der aber sehr guten Herzens war, desertierte, weil das Soldatenspielen ihm nicht gefiel und er lieber einerlei Tuch am Rocke trug als zweierlei. Zudem lebt man viel länger als Nicht-Soldat und kann seine Schritte und Gedanken selbst wählen. Der kam auch, aber ganz zufällig, in den großen Wald und da setzte er sich ins Gras, zog ein Stückchen Wurst und Brot aus der Tasche und schnitt es zu Scheiben und fing an, es zu verzehren. Indem er so damit beschäftigt war, trat das graue Männchen zu ihm und sprach: »Mich hungert sehr. Gib mir auch ein Stückchen Brot und ein Scheibchen Wurst.« »Von Herzen gern«, sagte der Soldat, schnitt eine dicke Scheibe vom dicksten Ende der Wurst ab, brach das Brot in zwei Teile und gab das größte Stück mit der Wurst dem Männchen.
Da sprach das Männchen: Oh, ich danke dir von ganzem Herzen. Und weil du so gut gegen mich warst, so will ich es auch gegen dich sein. Und es zog einen goldenen Apfel aus dem Sack und ein Pfeifchen und gab es dem Soldaten und sprach: Mit diesem Apfel hier kannst du dir die Königstochter erwerben, wenn du ihn dem König bringst. Und das Pfeifchen da, na, glaube mir, das Pfeifchen wird ja auch schon gute Dienste tun. Und fort war's. Und der Soldat wusste gar nicht, wo es hingeraten war, das kleine graue Männchen. Da hätte einer den Menschen springen sehen können. Er konnte lang seine Freude nicht Meister werden. Aber langsam kam es doch. Wenn auch sehr langsam. Eben wie der alte Frau das Tanzen. Sein erster Weg war natürlich zur Hauptstadt. Immerhin galt es, eine Prinzessin einzutauschen. Da ging er in das Schloss, trat vor den König und sprach: Herr König, ich habe den goldenen Apfel, womit man die Prinzessin erwerben kann. Hast du den Apfel? Dann behalte ihn bis zum Ende der Mahlzeit, sprach der König und ließ schnell Gäste laden und ein Gastmahl zurichten. Und der Soldat saß neben der Prinzessin und konnte sich nicht satt sehen, weil sie so sehr schön war. Konnte aber auch gar nichts essen, denn er hatte viel zu viel Freude und hielt stets die Hand am Sack, worin der kostbare Apfel war, denn er war bang, er könnte ihm noch gestohlen werden. Am Trinken ließ er es aber nicht fehlen. Das hatte er gelernt. Gegen das Ende der Mahlzeit brachte man ihn die goldene Schüssel. Und da griff er schnell in den Sack, zog den Apfel heraus und legte ihn auf die Schüssel, indem er sprach: Da habt ihr ihn, da ist er. Ach, wie schön, rief der König. Und da riefen auch all die anderen: Ach, wie schön. Der Soldat aber sprach: Nun, jetzt habe ich euer Begehr erfüllt, Herr König. Nun, marsch zur Hochzeit, Jungfer Prinzessin. Dazu hatte die Königstochter aber nicht sonderlich Lust. Denn der Soldat hatte so schlechte Kleider an. Und aus der Tasche guckte gar sein Stummelpfeifchen und ein Wurstzipfelchen. Also von der Wurst, nicht? Na, egal. Und außerdem hatte er so raue Hände und roch nach Tabak, sodass sie ein über das andere Mal ihr Riechfläschlein vor der Nase hielt. Dem König gefiel der Schwiegersohn auch nicht zum Allerbesten. Was halt oft passiert, wenn man geistlose Aufgaben zum Brauterwerb vergibt, anstelle die Bewerber besser auszusortieren. Und er meinte, es habe wohl noch Zeit, bis in einigen Tagen, Wochen vielleicht. In Gottes Namen, wenn's nicht länger wird, sprach der Soldat. Ich möchte mir auch einen anderen Kittel machen lassen. Das ist gut, dachte der König. Kommt Zeit, kommt Rat. Der König fing jetzt an nachzusinnen, wie er sich den Schwiegersohn ordentlicherweise vom Hals schaffen könne. Aber es fiel ihm kein Mittel ein. Man merkte ja schon bei der Anforderungen, die er stellte, um die Hand seiner Tochter zu erhalten, dass er eher schlichten Gemüts war. Da dachte er an den General, der ihm stets mit klugen Ratschlägen zur Hand gewesen war, wenn der Schuh ihn irgendwo drückte. Und er ließ ihn alsbald aus dem Gefängnisse holen und erzählte ihm alles und fragte ihn, was man dem Soldaten noch für ein schweres Stück aufgeben könnte. Das will ich euch sagen, Herr König, antwortete der General. Lasst den 100 Hasen aus dem Tiergarten zusammentreiben. Die soll er hüten. Aber wenn ihm auch nur einer laufen geht, dann muss er seinen Kopf dafür lassen. Das soll keinem Tauben gesagt sein, sprach der König, ließ den Soldaten rufen und erklärte ihm kurz und gut, dass er nicht sein Schwiegersohn werden könne, wenn er nicht 100 Hasen 3 Tage lang hüte. Darüber zog der Soldat ein kraus Gesicht. Aber was half es? Des Königs Wort ist nun mal des Königs Wort.
Es wurden 100 Treiber in den Tiergarten geschickt. Die mussten die Hasen auftreiben. Und der Soldat stand mit dem General und dem König am Tor des Tiergartens. Und wie ein Hase gerade heraussprang, zählte der General. 1, 2, 3, bis ihrer 100 waren. Da machte er das Tor zu und der König sprach, jetzt hast du ihrer 100. Wenn du sie nicht jeden Abend richtig heimführst, dann gilt es deinen Kopf. Oh weh, dachte der Soldat und griff sich an den Kopf. Er glaubte, er fühle ihn schon wackeln, denn nicht einer von den Hasen hatte gewartet, bis die 100 voll waren, sondern alle waren bereits jetzt schon ins Feld und in den Wald gelaufen. Was gibst du, was hast du? Der General lachte aber so recht falsch. Und der König hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht lachen zu müssen. Denn der Streich sei allzu gut gelungen, meinte er. Während sie in das Schloss gingen und dort ein großes Freudenmahl gehalten wurde, schritt der arme Soldat traurig dem Walde zu und dachte, es sei doch recht wahr. Wer mit großen Herren Kirschen esse, den würfen sie mit den Steinen. Am Walde setzte er sich ins Gras. Da fiel ihm das Pfeifchen ein und er dachte, ei, jetzt will ich ein Stückchen pfeifen. Was habe ich denn von dem Kopf hängen? Und er zog das Pfeifchen aus dem Sack und pfiff lustig. Und zugleich sprangen viele tausend Hasen von allen Seiten hinzu, sodass das ganze Feld mit ihnen voll war und aussah wie ein großer, schlicht endloser Hasenpelz. Jetzt wuchs sein Mut wieder. Er zählte sich 100 Hasen ab, ließ die anderen ihres Weges laufen und machte sich einen Zeitvertreib, die 100 Hasen das Exorzieren zu lehren. Was Soldaten halt so machen, wenn sie zu viel Freizeit haben. Abends nach dem Essen saß der König mit seiner ganzen Familie vor der Tür des Schlosses, als plötzlich in der Ferne etwas laut pfiff. Er schaute hin und fragte den General, »Ei, was ist das denn für eine Armee, die da heranzieht?« »Ja, wohl war das eine Armee. Der Soldat marschierte wie ein General voraus und die 100 Hasen in 4 Abteilungen hinter ihm drein. Jede Abteilung hatte 3 Glieder, jedes von 8 Hasen, und einer hupfte als Offizier vor den anderen her. Alle trugen aber Stöckchen, gerade wie Gewehre, und als sie vor den König kamen, da schulterten sie und präsentierten wie die besten Soldaten. Da ärgerte sich der General die Seele fast aus dem Leibe. Aber er dachte bei sich, halt, ich krieg dich doch. Er tröstete auch die Prinzessin, die schon wieder vor Schrecken in Ohnmacht gefallen war. Es sei ja noch nicht aller Tage Abend. Und er werde schon dafür sorgen, dass der Soldat morgen Abend nicht mehr alle 100 Hasen zusammen habe. Am folgenden Morgen verkleidete sich der General als Jäger, kam zu den Soldaten und fragte ihn, ob er ihm nicht einen von den Hasen verkaufen wolle. »Warum nicht?« sprach der Soldat, der gleich den General erkannte. »Aber ich fürchte, ihr findet meinen Preis nicht sehr annehmbar.« »Ich bezahle dir so viel, wie du willst«, sagte der General. »Und wenn es 1000 Dukaten sind?« »Denn die Hasen gefallen mir nur allzu gut.« »Von Dukaten ist aber gar nicht die Rede«, sprach der Soldat. »Ich mache mir nicht viel aus Geld, aber für 50 Prügel ist er mir feil.« »In Gottes Namen«, sagte der General. Und der Soldat ging hin, suchte ordentlich und schnitt sich ein junges Eichbäumchen. Und der General musste seinen Rücken entblößen und bekam 50 Prügel, richtig gezählt. Und von der besten Sorte, denn der Soldat war ein handfester Bursch. Der General biss sich auf die Lippen, zuckte und zappelte, aber es half ihm nichts.
Und so hielt er es aus und tröstete sich schnell, als er seinen Hasen bekam. Kaum war er aber 50 Schritt weg, da pfiff der Soldat sein Stückchen. Und sogleich schmiss der Hase den General vom Gaul, dass ihm Hören und Sehen verging, und kam wieder. Und der General konnte gefoppt nach Hause gehen. Da schickte die Prinzessin ihre Kammerjungfer weg, dass die dem Soldaten einen Hasen abschwatzte. Die kam und tat schön mit dem Soldaten und schmeichelte ihm und bat ihn, er möge ihr doch eins der Häslein verehren. Sie gefielen ihr so gut, weil sie so geschickt seien. Von verehren ist hier die Rede nicht. Aber ihr könnt euch einen verdienen, sprach der Soldat, welcher den allzu naheliegenden Pfiff wohl merkte. Sag nur wie. Ich bin Köchin und ich will euch ein gutes Essen besorgen. Ich spreche nicht von Essen, aber na, für 50 Prügel könnt ihr einen haben. Wenn's nicht anders ist, sprach sie ein wenig zu schnell und leichtfertig. Und der Soldat ging und schnitt sich einen Schwarzdornstecken und nahm ihr 50 Mal das Maß auf dem Rücken, dem Hintern und die Schenkel, bis ihre langen Striemen wie Leuchtfeuer auflammten und ihr die Augen dabei überliefen. Dann bekam sie ihr Häslein und konnte gehen. Aber als sie kaum 100 Schritte weit war, da pfiff der Soldat und plumps lag sie auf dem geschundenen Rücken. Und das Häslein war wieder bei seinen Kameraden. Zu Hause erzählte sie es ebenso wenig, wie es der General erzählt hatte, wie teuer ihr das Häschen zu stehen gekommen war, sondern nur, dass sie es verdient gehabt hätte und dass es ihr wieder fortgelaufen sei. »Du hast dich ungeschickt angelegt«, sagte die Prinzessin. »Ich werde schon eines heimbringen.« »Und ich werde es nicht verschweigen.« Die Kammerjungfrau freute sich durchaus ein wenig, denn sie empfand es nur als gerecht, dass nun auch ihrer Herrin der Leib gebürstet würde. Diese zog sich als Wildbrethändlerin an und ging selber hin. Tat auch recht schön mit dem Soldaten und sagte ihm, sie wolle ihm viele Hirsche und Rehe geben, wenn er ihr nur einen von seinen Hasen überlassen wolle. Der Soldat aber erkannte sie auf den ersten Blick, tat jedoch nicht, als ob er etwas merke, und sagte, von Tauschen ist hier nicht die Rede, aber ihr könnt euch ein Häslein verdienen. Sagt nur wie, sprach die Prinzessin. Mit 7 Küssen, sprach der Soldat. Oh weh, dachte die Prinzessin. Das ist sauer. Aber sie hielt doch her. Und der Soldat sprang bei jedem Kuss mannshoch vor Freude, während sie ein Gesicht schnitt, als ob sie Essig und Pfeffer und Wermut verschluckt hätte. Dann allerdings bekam sie ihr Häschen und sprang vor Freude selbst wie ein Häschen, denn sie dachte, des Soldaten jetzt los zu sein. Als sie aber ihrem Vater, der ihr entgegengekommen war, das Häschen zeigen wollte, da ging ein lauter Pfiff. Und husch! War das Häslein weg und wieder bei seiner Sippschaft. Sie hütete sich aber wohl zu erzählen, wie sie es verdient hatte. »Dass dich das Mäuslein biss«, fluchte der König, als er das sah. »Jetzt will ich doch selber wissen, ob ich nicht einen Hasen bekommen kann.« Und er verkleidete sich auch und ging auch zum Soldaten, der ihn alsbald erkannte. Denn er war dabei so geschickt, wie seine Gedanken schnell waren. »Sind dir die Hasen feil?« fragte der König. »Jep«, sprach der Soldat. »Aber ich verkaufe sie nicht. Ihr müsst sie verdienen.« »Gut, gut, gut, verdienen. Aber wie?« fragte der König. »Wenn ihr 3-mal den Gaul dort am Schwanz küsst und dazwischen jedes Mal in die Faust trompetet. Wenn ihr das macht,
dann schenke ich euch einen Hasen. Der König zog einen schiefen Mund, aber der Soldat sah nicht aus wie einer, der leicht seinen Willen ändert. Und somit ging der König an sein schweres Werk. Nach einer recht langen Überwindungsphase trafen seine Lippen das Ziel. Danach trompetete er, wenn auch nicht wirklich enthusiastisch. Küssen, Trompeten, küssen, Trompeten. Und als er es vollendet, bekam er seinen Hasen, den er wohl und sicher bei den Ohren fasste und triumphierend nach Hause trug. Als er ihn aber gerade der Prinzessin zeigen wollte, scholl des Soldaten Pfeifchen. Und fort war der Has. Und der König meinte vor Ärger in die Luft zu fliegen, als der Soldat abends wieder mit seiner Armee einrückte. Er ließ darum den General holen und die beiden sannen ein neues und diesmal ein geistreich schweres Stück für den Soldaten aus. Als dieser am dritten Tage seine Armee auf die Weide führen wollte, ließ ihn der König rufen, zeigte ihm einen Sack, der war 100 Ellen lang und 100 Ellen breit, und gab ihm auf, den voll Wahrheit zu machen. Wenn er das nicht könne, dann werde ihm der Kopf abgeschlagen. Wahrheiten? Wohlan, das will ich gerne, das ist leicht, sprach der Soldat in einem Ton, als wäre es das, und fuhr dann fort, ich habe 100 Hasen bekommen. Die sollte ich hüten, dass nicht eine davon springe. Ist das nicht wahr? Das ist wahr, sprach der König. Marsch in den Sack, ihr Hasen, rief der Soldat, und hops, hops, sprangen die Häslein in den Sack. Und der Soldat fuhr fort, als ich nun mit den Hasen auf der Weide war, da kam ein Jäger und wollte mir einen Hasen abkaufen. Das wollte ich nicht und sprach, er solle sich ihn verdienen. Und da hat er sich ihn mit 50 derben Prügeln verdient. Ist das nicht wahr, Herr General? Das ist gelogen, schrie der General. Aber der Soldat sprach, knüpft ihm nur den Wams los. Ihr könnt sie noch alle 50 zählen, denn sie hatten ihr volles Gewicht und keiner war zu leicht. Da befahl der König, dass der General seinen Rücken zeige. Und als jeder Mann die Striemen darauf sah, da musste der General zu den Häslein ins Quartier. Der Soldat aber erzählte weiter. Dann kam ein Jungferlein zu mir, eine Köchin ihres Zeichens. Die wollte mich mit Schmeicheleien fangen und mit gutem Essen und Trinken locken. Aber ich ließ mich nicht hinters Licht führen. Und sie musste auch ihr Häslein verdienen. Und was wäre ich für ein Mensch, wenn ich auch dieses Mal nicht 50 Prügel als Leistung auserkoren hätte? Das war allerdings die Kammerjungfer der Prinzessin. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Ist das wahr? Fragte der König. Aber die Kammerjungfer war nicht zu finden. Nun, wo ist sie denn? Fragte der König. Da rief sie aus dem Sack. Ich bin schon hier. Es ist wahr. Es ist alles wahr. Nun weiter, sprach der Soldat. Darauf nun kam eine Wildbrethändlerin. Die bot mir Hirsche und Rehe an. Aber sie sollte auch ihr Häslein verdienen. Es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr, rief die Prinzessin, welche rot war bis hinter die Ohren. Und der Soldat hielt den Sack auf und husch war sie hinein. Und jetzt weiter, sprach der Soldat. Und der König rückte unruhig hin und her auf seinem Thron, als ob's ihm nicht recht behaglich darauf wäre. Gerade als säße er auf Nadeln, Disteln und Dornen. Daran kehrte sich der Soldat aber nicht, sondern fuhr fort. Zuletzt kam einer, der sich auch sein Häschen verdienen wollte. Aber der hat's kurios verdienen müssen. Ich habe ihm aufgegeben. Still, 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 rief der König. Der Sack ist ja schon ganz voll und da ist gar kein Platz mehr drin. Morgen hältst du Hochzeit. Da öffnete der Soldat den Sack und ließ alle Wahrheiten wieder heraus. Und am folgenden Tage
hielt er Hochzeit und hatte genug zu leben. Seine Frau gewöhnte sich an die Küsse. Mehr als das. Und böse Zungen sagen, sie hätte etwas von den Häschen gelernt. Über Schwarzdornstecken wird an dieser Stelle mal geschwiegen. Sein Pfeifchen und seine Armee taten noch so einige Wunderwerke. Doch das sind Erzählungen für ein anderes Lagerfeuer. Und wir enden klassisch und wie es sich gehört. Denn wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch. Distel, Mistel, Kistchen. Ein Märchlein von Tant Daniel, dem Geschichtenweber. Es war einmal in einem Land, welches ihr nur findet, wenn ihr mit eurem Finger die Karte ganz nach oben fahrt, bis ihr an Wasser stößt, die dann umdreht und in die Richtung der Hand wandert, an der ihr die meisten Ringe tragt, bis ihr an ein Gebirge gelangt. Danach strebt ihr nach unten und überspringt das nächste Meer. Richtet die Karte nun nach dem Minutenzeiger aus und folgt der Küste bis zum nächsten Wald. Zu dessen Nachbarswald wollen wir. Zumindest hörte ich dort von einem Braunchen diese Geschichte. Dort lebte vor langer Zeit, vor diesem einen König mit dem Goldschatz, aber nach dem mit dem ulkigen Bart, zu einer Zeit, als man sich noch nicht ganz so einig war, ob ganze Götterherden oder doch nur einer für das alles hier verantwortlich ist, eine Familie, welche theoretisch alles hatte, was man benötigte, um glücklich zu sein. Und war es doch nicht. Denn neben den Kindern, zwei oder drei mögen es gewesen sein, einem schönen Haus, einigen Tieren und genügend Land, damit es an nichts mangeln musste, und der Gedanke, sein Schicksal an Deck eines Schiffes mit unbestimmtem Ziel in fernen Landen zu suchen, nicht in den Sinn kam, hatten sie einen Opa. Nun, ein Opa kommt in den besten Familien vor. Einige meiner besten Freunde haben Opas, mögt ihr vielleicht denken. Und natürlich habt ihr recht damit, meine Freunde. Doch dieser greise Mann war ein Garstiger. Er ließ keine Gelegenheit aus, den Gemahl seiner Tochter zu tadeln. Denn eines war ihm klar. Seine einzige Tochter hätte irgendjemand heiraten können. Er wäre besser als sein Schwiegersohn gewesen. Die Frau keifte er trotzdem jeden Tag an, da sie nicht nur den falschen Mann freite, sondern auch nicht wüsste, wie man einen Haushalt zu führen hat. Und die Kinder erst. Zu laut, zu ungepflegt, zu ungelenkt, zu dumm, sie aßen zu wenig oder zu viel, aber wenn, dann definitiv ungesittet. Zudem waren sie viel zu jung. Es gab nichts, was die Familie tun oder unterlassen konnte, damit der garstige Glatzkopf sich nicht ausgiebig darüber beschweren konnte. Er fluchte nicht schlecht und benutzte zuhauf so manches Wort, welches man nicht einmal mehr in der übelsten Kaschemme zu hören bekam. Es gab kein Schimpfwort, keine abscheuliche Tirade, keine üble Vulgarität, nicht eine obszöne Floskel, welche die Kinder und das Ehepaar nicht schon von dem Dattergreis um die Ohren geschlagen bekommen hätten. Ja, meine Freunde, dieser Greis war kein Segen. Und gar nicht selten hieß es hinter vorgehaltener Hand, dass er vielleicht ein, zwei Dutzend Winter zu viel hinter sich gebracht hatte. An einem bestimmten Tage nun, welcher damit begonnen hatte, dass der Hahn zu laut schrie, was bestimmt das Werk eines der Kinder war,
der Brei zuerst zu fad und dann versalzen war, welches das Werk der Frau war, und die Sonne viel zu früh über dem Langhaus unterging, woran natürlich der Mann Schuld hatte, begab es sich, dass er sich erneut auskotzte. Hätte dein fauler Mann mehr Fenster in das Haus gebaut, bräuchten wir nun nicht diese mickrigen Kerzen. Die sind ja dünner als die Finger der fetten Kinder, keifte er. Es ist Nacht, Vater. Da ist es dunkel. Damals wurde es nie so früh Nacht. Da war es um diese Zeit noch Abend. Das passiert halt, wenn man dumm im Tal auf der Schattenseite des Berges baut. Wir bauten neben dein alten Haus, Vater. Also wenn hier jemand... Diesen Ton verbitte ich mir, schrullige Fette, unterbrach er sie. Zu meiner Zeit hatte man noch Respekt vor dem Alter. Und nun mach dich endlich mal nützlich und feuere den Kamin an. Nein, nicht so viele Schreite, du verschwenderisches Weib. Oder willst du, dass wir hier bis zum Sommer widerlich wie die Schweine schwitzen, wie dein Mann, wenn er bei dir liegt? Er wäscht sich immerhin öfters als einmal im Jahr. Was willst du damit? Und nachdem er verschiedenstes Geschirr durch die Gegend geworfen hatte, fuhr er fort. Man sollte dich einmal übers Knie legen. Aber nicht einmal mehr das bekommt ein Tunichtgut von Schwiegerplage hin. Zu meiner Zeit. Nun, vielleicht solltest du es dann wie der Rest aus deiner Zeit machen und endlich auch für ewig die Luft anhalten. Erschrocken schlug die Frau die Hände über den Mund. Nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, so mit ihrem Vater zu sprechen. Es war unabsichtlich geschehen. Wie von selbst. Und der alte Herr? Nun, er sagte nichts dazu. Als solches sagte er nie wieder irgendetwas. Oh, bei den Göttern, ächzte die Frau. Ich glaube, Vater ist tot. Ich habe Vater getötet. Na, dann lasst uns ihn gleich verbuddeln. Ansonsten überlegt er sich's noch und steht wieder auf, warf der Mann ein. Ich sagte, er solle aufhören zu atmen und er tat es. Er tat es einfach. Das erste Mal, dass er hörte, entgegnete freudig der Mann. Doch die Frau war nun ganz aufgelöst. Bei der Geschwindigkeit wäre er vielleicht in 70 Jahren ein Mann geworden, der tatsächlich tut, was er soll. Und nun hol die Schaufel, fuhr der Gatte fort. Aber was? Stotterte sie ängstlich. Was, wenn er wiederkommt? Es war mein Wort, welches ihn ins Jenseits brachte. Vielleicht bringt ihn seine kochende Wut zurück. Was, wenn er nicht aufhört, uns heimzusuchen? Und da wurde es zum ersten Mal seit Jahren still in dem Hause. Verflucht, durchbrach schließlich der Mann die Stille. Im wahrsten Sinn des Wortes, erwiderte die Frau. Was, wenn er wiederkommt, wie Aran, und versucht uns zu fressen? Schrien die Kinder ängstlich. Das war ein Märchen, beruhigte sie der Vater. Ihr erzählt uns Lügengeschichten? Erwiderten diese. Verflucht, wiederholte sich der Mann. Und nun ging es in dem Hause hoch her. Opa war tot, aber würde er auch tot bleiben? Ob als Wiederkehrer, Nachzehrer, Vampir, Drauger, Phantom oder Spuk, schadhafter Schatten, vielleicht als Ghul. Den Toten ist ja alles zuzumuten. Zumindestens diesem, wie sie meinten. Nun gut, wir sollten auf Nummer sicher gehen und nichts, absolut nichts, dem Zufall überlassen. Entschied schließlich der Mann, während er dem Verblichenen die Augen schloss und versuchte, die Lippen des Toten aneinander zu pressen. Öffnet alle Fenster und am besten auch die Türen, damit Opas Geist nach draußen findet. Und entzündet die Feuer und sämtliche Kerzen, damit er seinen Weg auch wirklich findet. Genau so geschah es. Das Weib hatte gehört, man solle die Totenglocken läuten. Doch hatten sie keine, so nahm sie kurzerhand die Kuhglocken. Die Kinder schnappten sich Töpfe und Schalen und schlugen mit Holzlöffeln auf diese ein. Und schon nach kurzer Zeit erwachte sowohl das Vieh als auch der Rest der Tiere und stimmte mit Wiehern, Schnauben, Muhen, Meckern, Blöken, Heulen, Miauen, Grunzen, Quieken, Krächzen, Gackern und Schnattern mit ein. Das war ein Geschrei. Nicht nur die Familie, nein.
Das ganze Dorf hatte nun keine ruhige Nacht mehr. Stunden, in denen alle vergaßen, zumindest geheuchelt oder zum Schein, um den Toten zu trauern. Dieses nun sah eine schwarze Gestalt, eine verloschene Todeskerze in der Hand, ein wenig abseits von dem Ort des Geschehens stehend. Stumm schaute sie sich das rege Treiben an, bis sie schließlich zu grinsen begann. Na, das sieht doch einmal vielversprechend aus, flüsterte sie und verschwand in der Nacht. Noch war die Zeit nicht gekommen, aber von Zeit hatte sie zu Genüge. Am nächsten Morgen ging das Treiben weiter. Das nun doch ein wenig ängstliche Ehepaar war sich unsicher, welche Bräuche, welche Rituale denn nun die richtigen seien. Man frug weise Frauen, Druiden und gar Priester. Und jeder von ihnen hatte seine ganz eigene kultischen Ideen. Es gab so viele davon und alle klangen zwar seltsam, aber da man bislang so wenige Wiederkehrer wirklich gesehen hatte, schienen sie ja doch zu helfen. Welche war falsch, welche richtig? Welche absurd, welche einfach nur wirklich sicher? Bevor die Zeit allzu lang wurde, zudem, da man immer noch alle Fenster und Türen geöffnet hatte und die Kälte des Winters langsam dafür sorgen würde, dass der Großvater nicht das einzige steife Wesen im Hause sein würde, entschied man sich, rasch und logisch zu handeln. Verbrennen? Frug die Frau. Ich werde den Teufel tun und mitten in der eisigen Kälte 20 Kubikmeter Holz heranschleppen. Unsere Vorräte brauchen wir für uns selbst. Wir verscharren ihn im Familiengrab und treffen einfach die anderen Vorkehrungen, antwortete der Mann. Welche denn? Alle. Ganz einfach alle. Viel hilft viel. Und so geschah es. Zuerst musste das kaputte Raubein aus dem Haus. Füße zuerst, damit sein Angesicht nicht dem Hause zugewandt ist, damit Vater nicht den Weg zur Tür findet, sprach die Frau. Und nicht über die Schwelle heben. Reicht es nicht, ihn einfach umzudrehen? Entgegnete der Mann. Doch schließlich ging man auf Nummer sicher. Eine Schaufel wurde geholt und ein Loch ausgehoben, um den Altvorderen unter der Schwelle hinaustragen zu können. Doch was war das? Durch Frost und die offenen Türen war der Boden zu fest gefroren, als dass man ausreichend tief hätte kommen können und, nachdem man vergeblich versucht hatte, den Toten durch das mickrige Löchlein zu fädeln, gab man es schließlich auf. »Nehmen wir das Fenster«, schlug der Mann vor. »Ach«, erwiderte die Frau, »damit der Vater uns dann durchs Fenster heimsucht?« Das klang erschreckend einleuchtend. So nahm der Mann kurzerhand eine Axt und schlug auf die Wand ein, bis ein großes Loch in der Wand klaffte, durch das der eisige Wind pfiff. »Siehst du, alter Griesgram, ein weiteres Fenster!« »Wie du wolltest!« spottete er höhnisch und hiefte mit seiner Gemahlin den Verstorbenen, mit dem Bauch auf der Bahre liegend, mit dem Kopfe zuerst hinaus. Kaum war er aus dem Hause, wurde die Öffnung wieder zugenagelt und von innen ordentlich vollgestellt. »Sollte er sich doch daran erinnern«, schnaufte der Mann. An der Grabesstelle nun angekommen, wurde es schweißtreibend. Mit Spitzhacke und Spaten mühten sich die Jungs mit ihrem Vater stundenlang ab, denn eines war klar, der Alte würde doppelt so tief in der Erde zu liegen haben, wie es der Rest der Vorfahren tat. Währenddessen suchte die Frau und ihre Tochter genügend Knoblauch, um es den zu Verwesenden in die Ohren und den Mund zu stopfen. Sowohl die weise Frau als auch der Priester waren sich einig, dass so etwas helfen würde. Da im Mund noch genügend Platz war, legte der Mann noch ein kleines Kreuz dazu. Einer der Jungen eine Hostie, die er sich ausgeliehen hatte, und damit der Grämige auch im Jenseits definitiv genügend zu kauen hatte, quetschte man noch einen kleinen Backstein dazu und schnürte das Lästermaul gut zu. Ihr mögt jetzt denken, das wäre genug.
doch reichte es der Familie bei weitem nicht. Auch wenn er nicht mehr gut zu Fuß war, wer weiß, wie er im Tode ist, gab die Frau zu denken. Es war also nur logisch, dass man ihm die Füße zusammenband. Zwar war er halb blind, doch wer weiß, wie die Dunkelheit nun sein Augenlicht verstärkt, meinte der Mann, und man legte dem Verblichenen Münzen auf die Augen. Zum Abdecken, und wer weiß, vielleicht will ein Fährmann eine Vergütung. Umsonst nimmt niemand so einen Stänkerer mit. Ein Leichentuch gab es nicht für ihn, denn an so etwas könnte er im Tode nagen und den Lebenden aus dem Grabe schaden. Dafür wurden einige Beutel Nägel verteilt, damit er etwas zu zählen hätte, sollte ihm zu langweilig werden. Besser, er vertrieb sich so die Zeit, als aus dem Loche zu steigen. Um eine Grabbeigabe kam man allerdings nicht herum. Zwar war der Opa zu Lebzeiten ein anstandsloser Unhold gewesen, aber selbst solchen Menschen wird zum Tode ein wenig Anstand und vorgegaukelte Ehre zuteil. Er hatte ein Schwert besessen und dieses sogar einmal benutzt. Gut, er war als Jugendlicher mit seinen Saufkumpanen blau wie das Meer ins Nachbarsdorf über den Fluss getingelt und hatte dort alles mitgenommen, was man tragen konnte. Das war zugegebenermaßen nicht viel, aber er hatte es Viking genannt. Und Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Schenkte man dem Druiden Glauben, könnte er das Schwert im Nachleben gebrauchen. Aber damit er es nicht gegen seine eigene Familie im Diesseits nutzte, wurde es kurzerhand so oft verbogen, dass es eher einer verkrüppelten Schnecke als einer Klinge ähnelte. Die drei Berater meinten darüber hinaus, es würde nichts dagegen sprechen, den Verblichenen rein prophylaktisch zu pfählen oder seinen Kopf abzuschlagen. Doch da hatte die Ehefrau ihre Grenze. So etwas würde sie selbst ihrem Vater nicht antun. Zumindest nicht, wenn es nicht tatsächlich wirklich nötig war. Vielleicht war er ja auch einfach tot. Der Griesgram kam nun mit dem Gesicht zur Erde ins Grab. Die Erde wurde aufgefüllt und festgetreten. Da so mancher Strauch auch positive Kraft haben soll, wurde fast ein kleiner Kräutergarten darauf gelegt. Und ein kleiner Stein mit drei kurzen, unmissverständlichen Wörtchen in Runen gekritzelt, in ihm verborgen. Wenn das nicht reicht, dann hat er sich seine Rache beinahe verdient, erklärte der Mann. Wenn das nicht reicht, hackt der Kerle Holz, entgegnete die Frau, ein wenig bitter lächelnd. Der Abend kam und die Familie ging gut verrichteter Dinge in ihr nun so stilles Haus. Aber während die Frau zum ersten Male ohne Angstschweiß darüber, welche wüsten Beschimpfungen ihr Vater in dieser Nacht ausspucken würde, das Abendbrot zubereitete, geschah etwas höchst Sonderbares. Ihr erinnert euch an die finstere Gestalt, welche sich an dem ganzen Trubel erheiterte? Kaum war die Sonne untergegangen, erschien sie wieder. Jedoch nicht, um die Seele des Griesgrams zu holen. Zumindest nicht direkt. An einem Ort, welcher nur durch Türen betreten werden kann, die ausschließlich Baden, Geschichtenerzähler und die Toten selbst sehen können, sprach sie mit ihm. Man muss nicht so alt sein wie ich, um zu sehen, dass du, o Strohbettgestorbener, das heißt auch so, wenn man wie du im Schaukelstuhl vor dem Ofen den Löffel abgegeben hat, schau nicht so entgeistert, noch so einiges in deinem Leben vergessen hast zu erledigen. Bevor du antwortest, ich kann dir keine Tage im warmen Sonnenschein wiedergeben. Kein gemeinsames Lachen. Weder die Lust am Leben, noch die Leichtigkeit und Entzückung der Jugend. Ja, nicht eine freudige Minute. Doch sind wir ehrlich, nichts davon ergriffst du, als du noch atmetest.
und dein Streben galt nie der Verzückung und dem Wohlgefallen. Ich kann dir etwas geben, was deinen Geist seit jeher regierte. Kraft und Macht, jene zu strafen, welcher deiner Meinung nach dir nicht wohlgesonnen waren, deinen Frieden störten und sich nicht so verhielten, wie du es wolltest. Voller Freude strahlte der Griesgram. Zumindest glaubte er dieses. Sich sehen konnte er ja nicht. So murmelte er einfach etwas Unverständliches vor sich her. Ja, den fetten, faulen Vielfraß von Schwiegersohn. Die stümperhafte, nichtsnutzige Tochter, welche nie so wurde wie ihre Mutter. Und ihr doch so glich. Und ja, auch die plärrenden, kreischenden, lachenden Belger. Doch nicht nur das. Wenn du es richtig anstellst, kannst du auch deren Kinder und Kindeskinder heimsuchen. Ja, jeden, der da noch kommen mag. Wieder antwortete der Isegrim zustimmend, wenn auch unverständlich. Hier ist nun der Vertrag und gib gut Acht. Ich werde ihn nicht wiederholen und du kannst ihn nicht verändern. Lediglich zustimmen oder ablehnen. Dir wurde ein Schwert ins Grab gelegt. Mir soll es reichen, um dich als ehemaligen starken und furchtlosen Krieger anzusehen. Ich werde dir die Macht geben, dich zu erheben, deine Waffe zu ergreifen und des Nachtens umherzuwandeln und genau das zu tun, was du zu Lebzeiten erträumtest. Du wirst nicht müde werden. Du wirst nicht kraftlos werden. Deine Hände werden wie Schraubzwingen sein und deine Stimme gewaltig wie die einer hysterischen Walküre. Gift und Galle sollst du hinaustragen können und Furcht verbreiten. Wie es dir beliebt. Nur eine Bedingung gibt es. Eine kleine, du wirst sehen. Beinahe unbedeutend. Dein Unleben wird jeweils um eine Nacht verlängert, wenn du die Herzen deiner Familie und die Angehörigen der Hausgemeinschaft mit Angst und Schrecken erfüllst. So ein Vertrag ergibt ja nur Sinn, wenn du auch erfolgreich bist. Nicht wahr? Wenn du versagst, kommst du in mein Reich. Doch solange du Grauen und Horror entfachst, sollst du jede Nacht aufstehen und umhergehen können, bis zum letzten Tag. Nur zu freudig stimmte der Griesgram zu. Mit einem diabolischen Grinsen verschwand die schwarze Gestalt und flüsterte zum Abschied: So sei es denn. Und die Glieder des Toten strafften sich und wurden erfüllt mit der Stärke der Unterwelt und des Zornes. Es war finster, nass und kalt, doch so sind Gräber nun einmal. Und der unermüdliche Großvater fing an, seine Klauen in die Erde zu krallen und zu emsig zu graben. Seine Finger bekamen Eisen zu greifen. Nägel. In seiner Grube waren Nägel. Der Neuerwachte wusste nicht, wieso, aber es war ihm ein Bedürfnis zu wissen, wie viele es waren. So begann er zu zählen. Einmal, zweimal, und während er ein drittes Mal begann, wurde ihm klar, wie unglaublich egal es ihm war. Nicht ablenken lassen. Er hatte einen Auftrag und die Nacht war kurz. Seine Finger wieder in die Erde greifend, begann er von neuem zu graben. Er wollte hier raus. Er musste hier raus. Es gab nur ein Ziel für ihn und das war, seine Familie Unheil zu bringen. Er würde zu so einem Fluch werden, dass sie sich wünschten, er walte noch lebend unter ihnen.
Doch egal, wie lang er grub, er kam doch nicht heraus. Stunden vergingen und schließlich hörte er eine Stimme in seinem Kopf. Vielleicht solltest du in die andere Richtung wollen. Du weißt schon, Richtung Himmel. So drehte er sich um, knurrend, was sich die Hinterbliebenen erdreistet hatten, und mit doppelter Wut und Kraft, angefacht durch grenzenlose Raserei, schaufelte er sich schließlich seinen Weg an die Erdoberfläche. Unmenschliches hatte er hinter sich, doch spürte er keine Erschöpfung. Denn die Untoten ermüden nicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit wusste er, er war nur noch Zentimeter von der Freiheit entfernt. Aber aus irgendeinem Grund gelang es ihm nicht, durch die letzte Schicht zu stoßen, egal wie wütend er sich dagegen erhob. Letztendlich bog er ein wenig seitlich ab. Und da, nun, endlich spürte er die kalte Luft an seinen Fingern und zog sich aus dem feuchten, frischen Grabe. Nun konnte das Treiben beginnen. Nun würde er seine Schreckensherrschaft errichten und hätte es noch geschlagen, hätte sein Herz einen Sprung getan. Wo war das Haus? Aufgebracht sah er sich um, doch erfüllte ihn nur Dunkelheit. Hatte er sein Augenlicht verloren? War dies nun sein Los? Eine Personifikation von buchstäblich blinder Wut? Er schlug erbost die Hände übers Gesicht und konnte etwas Hartes, Metallenes unter einer Mullbinde ertasten und riss sie ab. Die Münzen fielen zu Boden. Da war sie. Düster und für ihn doch so klar. Die Nacht in all ihrer Pracht. Der funkelnde Sternenhimmel über ihn, welcher die Welt in einem kalten, blauen Schimmer erstrahlen ließ. Freudig jauchzte er auf und wollte seinen ungezügelten Hass in die Welt hinaus posaunen. Nur schrie er gar nicht. Ihm war, als wäre sein Rachen zugeschnürt, die Kehle gestopft wie die einer Weihnachtsgans. Endlich fiel ein Backstein aus seinem Mund. Doch da war noch mehr. Er spuckte eine Hostie, brach Knoblauch, ja, sogar ein Kreuz aus. Was in allen bösen Namen, knurrte er. Doch klang seine Stimme dumpf und fern. Empört griff er zu den Ohren. Knoblauch! Die Biester haben mir Knoblauch in die Ohren gequetscht! Er pulte den Brei aus seinen Gehörgängen und schrie testweise auf. Ja, nun schien alles gut zu sein. Zeit, sich auf den Weg zu machen und der ganzen Bagage zu lehren, was wahre Furcht bedeutete. Noch war es Nacht, doch so langsam trat die Sonne ihren Siegeszug an. Er musste sich sputen. Behende zog er sein kostbares, sagen wir geliebtes Schwert, welches mit einem hellen Boing wie eine ausgeleierte Sprungfeder Schneckenhausähnlich durch die Luft waberte. Was denn? Ungläubig starrte er auf den unbrauchbaren Klumpen Stahl in seiner Hand und warf es weg. So mussten dann die Hände reichen. Zur Not würde er eine Hacke oder einen Knüppel finden. Beherzt ging er einen riesigen Schritt und fiel. An sich herabsehend sah er, dass irgendwelche Teufel ihm die Beine zusammengebunden hatten. Überschäumend vor blindem Zorn begann er, den Knoten zu lösen. Ein Doppelknoten. Er hatte schon immer ein Problem mit Doppelknoten gehabt. Verdammt sei der Samen meiner Lenden! Vor sich hin fluchend knibbelte er an dem Seil, robbte zu seinem ehemaligen Schwert, um mit der rostigen Klinge nachzuhelfen. Bevor die Sonne doch aufging, löste er den Knoten, befreite sich von den Schlingen und nun endlich machte er sich auf den Weg zu seiner verhassten Verwandtschaft und bei den Göttern
In den letzten Stunden hat er die Mischpoke noch mehr zu hassen gelernt als zu seinen schlimmsten Lebensjahren. Er achtete nicht auf seinen Weg, denn das brauchte er gar nicht. Den letzten Weg, den kennt jeder Verstorbene nur allzu gut. Jede Faser des Leibes hat diesen verinnerlicht. Er schlurfte, er ging, er eilte, er rannte, er fegte über den Erdboden daher, wie es nur der hasserfüllteste Draugr selbst vermochte. Bald, bald wäre er wieder zu Hause. Gleich wäre er da und dann sollten sich die jämmerlichen Sterblichen seiner in Angst und Schrecken gewahr werden. Horror sollte über sie kommen, die Gewissheit, dass von nun an jede Nacht ihres Lebens ein Albtraum sein würde. Da sah er schon ein Licht, dann das Haus und er raste direkt darauf zu. Nun kann es losgehen, dachte er sich, und das war der Moment, wo er mit voller Geschwindigkeit und einem infernalischen Rums ungebremst gegen die Wand lief, umkippte und alle Viere von sich gestreckt liegen blieb. Während langsam die Sonne über den Horizont aufging und der Hahn den neuen Tag ankündigte, oder die erste Nacht verkündete, in welche es der garstige Großvater nicht geschafft hatte, Furcht bei wem auch immer zu erwecken. Du hattest deine Chance, sagte die Finsternis. Eine Hand griff durch die schwindende Dunkelheit und zog mit einem resignierten Seufzen den hasserfüllten Leib mit sich, welcher von diesem Moment an nie wieder einen Schritt auf dieser Erde tat. Und in dem Haus? Einer der Kinder frug. War das Opa? Ja, das war Opa. Bleibt er draußen? Frug ein anderes. Ja, er bleibt draußen. Hackst du morgen Holz, Liebling? Frug die Frau. Verflucht. Ja, ich hacke morgen. Nasreddin und der Topf. Ein Märchlein aus der Türkei. Schamlos editiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Vor langer Zeit lebte weit, weit im Süden ein ziemlich wunderlicher Mann. Um ganz ehrlich zu euch zu sein, Freunde, man kannte ihn unter vielen Namen, in vielen Ländern, mit so manchen Titeln. Aber wir nennen ihn ganz einfach Nasreddin Hodscha. Der Hodscha nun war kein Krieger, kein Abenteurer, zumindest nicht im allgemeinen Sinne. Und doch war er berüchtigt und gefürchtet. Vor allem bei den Herrschern, den hohen Beamten, Scharlatanen und so manchem Mullah. Denn sein Verstand war schärfer als jedes Fallbeil und seine Zunge spitzer als jeder Pfeil. Ein großer Geist, so meinte er, bräuchte viel Platz. Und so schmückte sein Kopf ein beinahe absurd großer Turban, sodass man diesen oft schon sah, bevor man Nasreddin selbst sehen konnte. Er war ein bedeutender Gelehrter. Er war witzig, reiste durchs ganze Land, mal hatte er Geld, mal keins, und sein Name war des Öfteren in aller Munde. Es ist unnötig zu erwähnen, dass der Hodscha durchaus viele Freunde hatte und so manchen
der ihn neidete. Ihr Lieben, in der Türkei wird Gastfreundschaft großgeschrieben. Oder wurde sie es nur? Wer weiß das schon. Zumindest zu Hotschas Zeiten war dem so. Und der genügend besaß, sollte mindestens einmal in seinem Leben seine Freunde an seinem Besitz teilhaben lassen. So kam der Namenhafte eines Tages auf den Gedanken, seine ganze Familie, alle seine Freunde, alle wichtigen Männer des Dorfes, die bedeutendsten der Provinz, all jene, denen er noch etwas schuldig war, und die wichtigsten Größen des Landes einzuladen. Bei letzteren war es egal, ob sie kamen oder nicht, denn immerhin kann er mit Fug und Recht behaupten, seinen Teil der Verpflichtung getan zu haben. Er schrieb zahllose Einladungen und schickte die emsigen Boten in alle Himmelsrichtungen. Und dann ruhte er sich aus und war erst einmal zufrieden mit seiner Planung. Am Tage der Ankunft ging er zum Markt. Er sollte nicht nur ein einfaches Gastmahl sein, nein, nein. Er wollte zeigen, was er doch für ein guter Gastgeber sein konnte. So heißt es ja auch, tue Gutes und zeige es. Er kaufte das beste Gemüse, das frischeste Obst, das vortrefflichste Fleisch. Und für diejenigen, welche es nicht so genau mit dem Koran nahmen oder ihn erst gar nicht gelesen hatten oder konnten, denn immerhin war er ja auf Arabisch und wer um alles in der Welt spricht in der Türkei schon Arabisch, den vorzüglichsten Wein. Er sparte an nichts und ging guter Dinge nach Hause, kam in seiner Küche und stellte erschrocken fest, dass er gar keinen Topf besaß. Wie sollte er denn nun das Festmahl zubereiten? Panik machte sich breit. Der Markt hatte bereits geschlossen. Die Heerscharen von Gästen waren schon auf ihrem Weg und die Zeit wurde knapp. Und egal wie lange Hotscha nun seine Feuerstelle auch hilflos anstarrte, sie war und blieb topflos. Anstelle sich jedoch der Angst hinzugeben, kam ihm eine Idee. Seines Nachbars Gattin war eine mehr als ordentliche und sortierte Frau, welche allzu oft lauthals über ihre kulinarischen Fähigkeiten prahlte. Ob man wollte oder nicht, man wusste jeden Tag, was dort auf den Tisch kam und wie lange sie dafür brauchen würde und was es doch für eine Expertise und Kunstfertigkeit benötigte. Das, so war sich Hotscha sicher, war ein Mehrtopfhaushalt. Und dort könnte er sich bestimmt einen ausleihen. Er rannte also zu seinem Nachbarn, pochte an der Tür und als diese geöffnet wurde, warf er sich dramatisch auf die Knie, indem er sprach: »Bruder, Bruder, ich leide große Not. Ich habe ein Gastmahl, ach, was ein Gastmahl, ein großes Festmahl, eine opulente Feierlichkeit, die ihresgleichen sucht, geplant. Ich lud meine ganze Familie ein, o bester Nachbar, alle meine Freunde, alle wichtigen Männer des Dorfes, die bedeutenden Männer der Provinz und alle Größen des Landes. Also, dich nicht, aber ansonsten beinahe jeden, den ich kenne. Ich ließ mich nicht lumpen, glaub das nicht. Kein Denar wurde gespart und ich kaufte nur das beste Gemüse, ausschließlich das frischeste Obst, alleinig das vortrefflichste Fleisch und gar lediglich den vorzüglichsten Wein. Mein Esel und ich waren wohl gepackt. Und nun komme ich in meine Küche und was muss ich da mit Erstaunen feststellen, o stattlichster Mann in deinem Hause? Beim Grundlegenden war ich zu verstreut und ich vergaß, einen Topf zu kaufen. Die Volksmassen sind bereits auf den Weg, die Märkte geschlossen und ich nun in großer Not. O du gütiger Bruder, könntest du mir nicht einen deiner Töpfe leihen?« Der Nachbar sah den Hotscha ziemlich entgeistert an. Da lud Nasreddin anscheinend zum Abend des Jahres ein und er war nicht geladen. Er war zutiefst gekränkt, ja, sein Stolz war verletzt. Und am liebsten hätte er den Hotscha dorthin geschickt, wo der Pfeffer wächst. Am besten die Reise mit einem ordentlichen Tritt in den Podex eingeleitet. Doch
gab es da ein Problem. Seinem Bruder, so befahl es das Gebot, und mag es in diesem Fall auch nur im Glauben sein, hat man zu helfen, wenn man kann. Nur war sich der Nachbar sehr sicher, dass in keinen der Schriften stand, wie gut man dieses denn machen sollte. Helfen halt. Er nahm also seinen kleinsten, einen alten, verbeulten und nicht ganz sauber geputzten Topf, warf ihm den Nasreddin zu und sprach: Nimm den, Hodscha. Bring ihn mir zurück, wenn du fertig bist mit dem, was du geplant hast. Sich gar überschwänglich bedankend und verbeugend, als auch seine Nachbarn lobpreisend, dennoch ihn nicht einladend, verabschiedete sich der Schriftgelehrte und machte sich ans große Werk. Und was soll ich sagen, meine getreuen Zuhörer? Festmahl wäre ein zu kleiner Begriff. Es war ein Fressen im absurden Ausmaß, ein Exzess, ein Gelage orgiastischen Ausmaßes, ja, ein Unmaß, welches würdig gewesen wäre, in Sanskrit festgehalten zu werden. Der Abend alleine wäre 10 mal 10 Geschichten wert gewesen. Geschichten, die hier nicht hingehören, es sei denn, die Hälfte von euch müsste nun seine Ohren verschließen und so mancher hätte danach berechtigte, neugierige und zahlreiche Fragen. Sagen wir es mal kurz, es war eine Nacht, die niemand je vergaß und ein voller Erfolg. Am nächsten Morgen, als die Gäste sein Haus manchmal kriechend, schlurfend oder humpelnd, aber alle freudig und mit gut gefüllten Bäuchen verlassen hatten, brachte Nasreddin die Leihgabe zurück. Und was staunte der Nachbar nicht schlecht? Der Topf war nicht lediglich gewaschen. Er war geschrubbt, ja poliert. Zudem schien es, als wäre jede einzelne und noch so kleinste Delle aus ihm geschlagen worden. Ohne jede Frage hatte er ihn schon seit Jahren nicht mehr so gesehen. Ja, so schön war er nicht gewesen, als er ihn gekauft hatte. Kritisch begutachtete der Mann ihn penibel und wog ihn in den Händen, als er ein leises Scheppern aus dem Inneren hörte. Er sah in den Topf hinein und holte überrascht einen zweiten, kleineren aus ihm. Ehrlich wie er war, sprach er zu Nasreddin: Hodscha, da ist dir wohl ein Versehen geschehen. Ich lieh dir einen Topf und siehe, du bringst mir ja 2 zurück. Na, kein Versehen, wertvoller Nachbar, antwortete der Gelehrte. Denn es verhält sich so. Wie du sicherlich weißt, war der Topf, den du mir in deiner Großzügigkeit liehst, weiblich. Stille überkam die beiden, in welcher der Nachbar den Hodscha mit wachsender Unsicherheit anstarrte. Schließlich brachte er vor: Ja, ja, natürlich wusste ich dieses. Ich fand es nur nicht erwähnenswert. Das dachte ich mir, geschätzter Bruder, und wahrscheinlich wusstest du ebenfalls, dass der besagte Topf, den du mir reichtest, nicht nur weiblich war, nein, er war sogar schwanger. Erneut entstand ein Schweigen, nun ein wenig länger als zuvor, in der sich der Nachbar überlegte, wie es wohl um den Verstand des Nasreddin stand. Oder wer weiß, vielleicht hatte er sich gestern zu sehr an dem Vergorenen gelabt und war noch nicht ganz bei Sinn. Dennoch beendete er die Pause, indem er einwarf: Ja, dessen war ich mir bewusst. Erwähnte es allerdings gütigerweise nicht, da ich nicht wollte, dass du dir allzu große Sorgen machst. Immerhin hattest du ja gestern genügend Dinge um die Ohren, nicht wahr? Das dachte ich mir, entgegnete Nasreddin. Und wie es der Zufall nun einmal so wollte, Bruder, gebar genau dein weibliches Töpflein, während es bei mir war, einen zweiten, kleineren Topf. Und da es ja nun dein Muttertopf war, hielt ich es nur für allzu gerecht, wenn du beide Töpfe zurückerhieltest. Im Hirn des Nachbars rasten die Gedanken. Und ihm war letztendlich klar, die Geschichten vom weisen Mann Nasreddin Hodscha, der Spitzfindige, der Intelligente, der große, subversive Denker, waren alle schlichtweg falsch.
Der Kerl war alles andere als ein großer Geist. Er war ein Narr, ja, vom Wahnsinn geritten. Er war wirr im Oberstübchen, plem plem, und hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Logisch, er hatte ja nicht einmal mehr einen Topf. Der verwirrte Mann war von Tollheit geführt und ließ den Irrsinn seine Zunge führen. Und so benahm er sich natürlich oft sonderbar und gab Wunderliches von sich. Noch dümmere als er glaubten, dahinter stecke ein tieferer Sinn, komplexe Botschaften, gewiefte Analogien und hielten ihn für weise, titulierten ihn als brillant, um sich selbst nicht die Blöße zu geben. Ein wenig wie ein seltsamer Regent und seine dubiosen, unsichtbaren Gewänder. Dabei lag die Sache doch so klar auf der Hand. Nun verhält es sich allerdings so, meine Freunde. In so manchen sich als heilig apostrophierenden Büchern stehen so manche Gesetze, Gebote und vor allem Verbote. Aber in keinem von ihnen steht geschrieben, dass man die Dummheit der Menschen nicht ausnutzen darf, aus naheliegenden Gründen. So bedankte sich der Nachbar Knapp, nahm die beiden Töpfe bereitwillig entgegen und bevor Nasreddin doch vielleicht zu Sinnen kommen würde, schlug er ihm die Türe vor der Nase zu. Die Zeit verging. Großartige Feiern, geschätzte Freunde, haben eine interessante Angewohnheit. Sie wiederholen sich. Denn jeder Gast möchte sie erneut erleben. Ja, nicht nur das. Die Gäste berichten, ja, prahlen mit ihren Erfahrungen und machen andere neugierig auf diese, sodass auch sie Teil an so etwas haben wollen. Bei Hodgers Mahl war es nicht anders. Zuerst bejubelte man ihn, dann lobte man und schließlich bat, ja, bedrängte man ihn um mehr. Noch größer als zuvor, denn dieses Mal luden sich die Freunde der Freunde ein. Die Bekannten der Wichtigen und die Großen kündigten sich plötzlich von selbst an. Ob er nun wollte oder nicht, es würde ein zweites großes Spektakel bei ihm geben. Und auch dieses Mal nahm er sich vor, der beste Gastgeber zu sein, von dem man je gehört hatte. Am Tage des Ereignisses machte er sich wieder auf den Weg zum Markt. Mit lockeren Denaren in den Taschen kaufte er erneut das beste Gemüse, das frischeste Obst, das vortrefflichste Fleisch. Und für diejenigen, welche in der Zwischenzeit immer noch nicht den Koran gelesen oder Arabisch gelernt hatten oder es einfach nicht so genau mit dem Koran nahmen, wer weiß das schon, abermals den vorzüglichsten Wein. Eilig machte er sich auf den Weg, denn schließlich waren die Menschenmassen schon zu ihm auf den Weg, lud alles in seine Küche ab und... Nun... Wie soll ich es sagen? So mancher von euch befürchtet es schon vollkommen richtig. Er hatte immer noch keinen Topf. Klares Verhalten eines späten Junggesellen. Die Panik erhielt Einzug, die Sorgen machten sich breit, die Hilflosigkeit war dabei, ihn zu verschlingen. Doch da kam ihm zum zweiten Mal die Idee, sein Nachbar, der ihn ja beim letzten Male geholfen hat, hat bestimmt auch dieses Mal einen Topf für ihn. Er raste also zu dessen Haus, pochte an der Tür und als diese geöffnet wurde, warf er sich dramatisch in den Staub und skandierte: Bruder! Bruder! Es ist wieder passiert. Ich habe ein Gastmahl, ach was, ein großes Festmahl, eine opulente Feierlichkeit, die ihresgleichen sucht, geplant. Und allem Anschein nach wird sie größer und glorreicher als jemals zuvor. Denn noch viel mehr werden kommen. Ich lud meine ganze Familie ein, musst du wissen, mein bester Nachbar. Alle meine Freunde, alle wichtigen Männer des Dorfes, die bedeutendsten Männer der Provinz und alle Größten des Landes. Und nicht nur das. Ihre Freunde und Freundesfreunde bringen sie nun auch mit. Also dich immer noch nicht, aber halt den Rest. Erneut ließ ich mich nicht lumpen. Oh nein, Bruder. Kein Denar wurde gespart und ich kaufte nur das beste Gemüse. Ausschließlich das frischeste Obst. Alleinig das vortrefflichste Fleisch.
und gar lediglich den vorzüglichsten Wein. Mein Esel und ich waren wohl gepackt. Und nun komme ich in meine Küche und was muss ich da mit Erschrecken feststellen, o größter Mann in deinem Hause? Ein Topf! Es fehlt mir ein Topf! Du warst doch so gnädig, mir schon einmal zu helfen. Könntest du über deinen kleinen Schatten springen und mir erneut einen deiner Töpfe leihen? Nun dachte der immer noch und erneut durchaus verletzte Mann nach. Was war beim letzten Mal geschehen? Er lieh dem Hotscher seinen kleinsten, schmutzigsten und sogar verbeulten Topf und bekam zwei zurück. Was glaubt ihr, tat er nun? Er holte seinen größten, schwersten, in Silber ziselierten Topf, schleifte ihn über den Boden und bot an: Nimm dieses winzige Töpflein, werter Hotscher. Und ich hoffe, es reicht auch aus. Du musst ihn mir auch nicht direkt am nächsten Tag wiederbringen. Wer weiß schon so genau, wie lange so die Tragezeit, wie lange das Ganze denn so dauert. Und ich hoffe, es reicht auch aus. Einen größeren habe ich nicht. Somit machte sich Nasreddin Hodscha zurück in seine Küche und bereitete das Festessen zu. Und was kann ich darüber schon sagen? Konnte ich zuvor schon nicht darüber reden, müsste ich jetzt noch umso mehr schweigen. Neue Worte müssten erfunden werden, um die Größe des Schleiers des Schweigens zu beschreiben, den es benötigt hätte, damit der Ruf dieser Feierlichkeit nicht weit über das Reich hinaus gedrungen wäre. Sagen wir einfach, es war gut. Derweil freute sich der Nachbar und überlegte, wenn ein ganz kleiner und verbeulter Topf, kaum größer als ein Tässlein, schon ein Kind bekommt? Bei allen Göttern, wie viele Kinder bekommt dann so ein Titan, wie er ihm nun den Hodscha geliehen hatte? Zwei wären da ohne jede Frage eine viel zu geringe Zahl und vier schlichtweg zu klein. Bekamen Töpfe ungerade Zahlen an Nachkommen? Oder kämen sie ab einer gewissen Größe dann doch eher pärchenweise? Werden Muttertöpfe ganz gefüllt oder geht es da eher nach Nettogewicht? Vielleicht spielt hier auch das Material eine entscheidende Rolle und da konnte er nur froh sein, ein so feines Exemplar gegeben zu haben. Unter einem Dutzend wäre er ja durchaus ein wenig enttäuscht. Und während er nun so überlegte und nachsann, sich das Hirn zermarterte und plante, was er denn überhaupt mit all diesen Töpfen machen sollte. Vielleicht ein Topfverleihgeschäft gründen? Oder sie doch eher verkaufen? Verging der erste Tag, ohne dass ihm Nasreddin den geliebten Topf wiederbrachte. Große Töpfe, lange Tragezeit, dachte er sich. Und der zweite Tag strich durch das Land. Und auch am dritten Tag kam der Nachbar nicht. Die Tage wurden zu einer Woche, diese dann zu zwei. Und nach der dritten Woche wurde die Frau des Nachbarn dann doch schon ein wenig ungehalten. Nach vier Wochen reichte es dem Mann schließlich selbst. Und wütend machte er sich auf den Weg, hämmerte an Nasreddins Tür und schrie: Hodscha! Hast du dir nicht vor einem Mond meinen größten, meinen schönsten, meinen wertvollsten Topf geliehen? Glaubst du denn nicht, es wird langsam an der Zeit, ihn mir zurückzugeben? Der Hodscha ging zur Tür und öffnete dem erbosten Nachbarn, sah ihn traurig an und sprach mit ruhiger, schwerer Stimme: Mein Bruder, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es ist gar fürchterlich. Der Topf, den du mir geliehen hast, den du mir in meiner Obhut übergabst, der ist gestorben. Irritiert und wütend erwiderte der Nachbar: Gestorben? Willst du Tor mich etwa zum Narren halten? Töpfe können nicht sterben. Und das war der Moment, in dem Nasreddin zu lächeln begann, seine Hand auf die Schulter des Nachbarn legte und einwand: Aber Bruder, in einer Welt, in der Töpfe weiblich sein und Kinder gebären können,
In so einer Welt können Töpfe auch sterben. Das Töpflein mit dem Hullebulle-Bäuchlein. Ein Märchlein aus Deutschland. Überliefert von Lisa Tetzner. Es war einmal eine arme, alte Frau. Sie war wirklich sehr arm. Sie hatte nicht einmal mehr etwas zu essen. In der Not suchte sie alle Kisten und Kästen aus. Die sahen alle Schränke, auf den Schränken, unter dem Bett. Schließlich fand sie noch ein wenig Mehl. Mehr war nicht da. Daraus kochte sie eine Suppe. Als sie die gegessen hatte, wusch sie das Töpfchen mit dem Hullebulle-Bäuchlein sauber aus. Sie setzte es auf das Fensterbrett zum Trocknen und sagte, »Nun muss ich sicherlich verhungern, wenn mir der liebe Gott nicht hilft.« Sie setzte sich traurig in ihren Lehnstuhl und schlief ein. Wer weiß, vielleicht heute zum letzten Mal. Da kam die Sonne und schien den Töpfchen auf sein Hullebulle-Bäuchlein, so, dass es trocken wurde. Da sagte das Töpflein, »Jetzt trippeltrappelig.« Die Sonne frug, »Töpfchen, wohin trippeltrappelst du?« »Ich trippeltrappel auf den Markt, hol Essen für die arme Frau.« Und das Töpfchen sprang vom Fensterlein herab und, nun, trippeltrappelte in die Stadt auf den Markt. Dort lief es unter den Marktleuten umher und es war erstaunlich, wie wenig Menschen sich wunderten, dass dort ein Topf von ganz alleine umhertrappelte. Vielleicht waren sie auch zu sehr mit ihrem Leben beschäftigt, um dieses Wunder überhaupt zu sehen. Da kam ein Bauer. Der hatte einen Sack voll Bohnen und er wusste nicht, wohin damit. »Töpfchen«, sagte er, als er das Töpfchen stehen sah, »du kommst mir recht gelegen. Ich kann dich gebrauchen.« Er schüttelte ihm eine Menge Bohnen in sein Hullebulle-Bäuchlein. Kaum spürte das Töpfchen, dass sein Hullebulle-Bäuchlein gefüllt war, rief es wieder, »Jetzt trippeltrappelig!« Es machte kehrt und lief zu der armen Frau und ließ den Bauern verdutzt zurück. »Gut«, immerhin musste er sich um seine Bohnen nun keine Gedanken mehr machen. Bei der Frau angekommen, klopfte es an der Tür an. Das Töpflein mochte ein Bohnendieb sein, aber unhöflich war es nicht und sagte, mach auf, das Töpfchen ist da mit dem Hullebulle-Bäuchlein. Die Frau erwachte. Sie lief an die Tür und öffnete sie. Zuerst war sie ein wenig verwirrt, denn immerhin schien es, als hätte da gerade ihr Topf mit ihr gesprochen. Aber das erledigte sich schnell, als sie die dicken, schönen Bohnen im Hullebulle-Bäuchlein sah und sich über alle Maße freute. Sie kochte diese. Der Topf schien damit einverstanden zu sein, über dem Feuer gehängt zu werden. Immerhin war ja ein Topf. Aß sie, putzte das Töpfchen wieder blank, stellte es aufs Fenstersims zum Trocknen und dachte, einmal hat mir der liebe Gott geholfen. Er hat das Töpflein geschickt. Wird er es auch ein zweites Mal tun? Dann schlief sie ein und träumte von redendem Geschirr. Und erneut kam die Sonne und schien dem Töpfchen auf das Hullebulle-Bäuchlein, damit es trocknete. Da sagte das Töpfchen wieder, »Nun trippeltrappelig in die Stadt
nun Essen für die arme Frau. Es lief also in die Stadt. Hier sprang es in einem Metzgerladen mitten auf den Ladentisch. Die Metzgerin stand dahinter und hatte einen Schopflöffel voll Fleischbrühe in der Hand. Sie wusste nicht, wohin damit. Probleme des Alltags halt. Da sah sie das Töpfchen und ohne groß nachzudenken. Das passiert oft, wenn man vor lauter Arbeit nicht mehr weiß, was man eigentlich tut, sprach sie: Du kommst mir gerade recht. Dann goss sie die Fleischbrühe dem Töpfchen in sein Hullebulle-Bäuchlein. Das Töpflein spürte, wie sein Hullebulle-Bäuchlein warm und voll wurde und gurgelte: Jetzt trippeltrappelig. Es sprang vom Ladentisch herab und trippeltrappel und ein wenig plitschplatsch zu der alten Frau zurück. Es klopfte an die Tür und rief: Das Töpfchen ist da mit dem Hullebulle-Bäuchlein. Mach mir die Tür auf. Oh, und wie freute sich die arme Frau. Sie öffnete die Tür, holte das Töpfchen herein und trank die warme Fleischbrühe aus. Dann putzte sie das Töpfchen wie eine Besessene, schön blank. Ja, sie schrubbte es aus Leibeskräften, wie sie noch nie geputzt hat. So blank war es nicht einmal mehr gewesen, als es nagelneu war. Sie polierte es beinahe mit den Waschlappen und stellte es auf das Fenstersims zum Trocknen. Wieder kam die Sonne und trocknete es mit ihren Strahlen, diese so schön auf das Hullebulle-Bäuchlein schienen. Da sprach es erneut: Nun trippeltrappel dich. Töpfchen, liebes Töpfchen, fragte die Sonne, wo trippeltrappelst du denn heute hin? Ich trippeltrappel zum reichen Mann und hole Geld für die arme Frau. Gesagt, getan. Das Töpfchen trippeltrappelte zum reichen Mann und mitten hinein in sein Zimmer. Der reiche Mann saß gerade an seinem Tisch und zählte sein vieles Geld. Denn das war, was ihn glücklich machte. Und er dachte dabei, wie er noch glücklicher wäre, wenn er noch viel mehr zum Zählen hätte. Dabei hatte er jetzt bereits so viel, dass er nicht einmal mehr wusste, wohin damit. Da sah er das Töpfchen mit seinem Hullebulle-Bäuchlein und rief: Ha! Na, du kommst mir gerade recht! Er schüttete zahlreiche Münzen in das Hullebulle-Bäuchlein und zählte lustig weiter. Kaum aber merkte das Töpfchen, dass es gefüllt war, da hüpfte es vom Tisch herunter und sprach: Jetzt trippeltrappelig! Anders als die zwei zuvor bemerkte der Reiche dieses sofort. Aber da er sich nun vor mehr räuberischen Töpflein fürchtete, denn wo einer ist, lauern vielleicht noch mehr, lief er dem Töpfchen nicht nach und schluchzte nur: Oh weh, oh weh! Während er dem Töpfchen zusah, wie es mit seinem Geld hinaus zur Tür auf die Straße lief und verschwand. Und begann den Rest seines Geldes zu zählen, um zu wissen, wie viel er nun noch hatte. Und beäugte misstrauisch jedes Haushaltsgeschirr dabei. Das Töpfchen klopfte bei der armen Frau an und rief: Mach auf, mach auf! Das Töpfchen ist da mit dem Hullebulle-Bäuchlein. Die Frau kam eilig gelaufen, denn wer weiß, vielleicht wurde da gerade die nächste Mahlzeit kalt, und öffnete. Als sie die vielen kleinen Goldstücke sah, wurden ihre Augen sehr, sehr groß und sie holte ihn eiligst hinein, leerte ihn auf ihren Tisch aus und dieses Mal nahm sie sich keine Zeit, das Töpfchen zu waschen. Sie stellte es auch nicht erst auf das Fenstersims in die Sonne, sondern sie jagte es direkt zur Tür hinaus und rief: Töpfchen, lauf rasch noch einmal zum reichen Mann und hole mir mehr, mehr, mehr! Und schloss die Tür. Da stand das Töpflein und wurde sehr, sehr böse
und brummelte: Jawohl, jetzt Trippel, Trappel, ich. Es trippeltrappelte nicht zum reichen Mann, nicht in die Stadt oder zum Markt. Es lief aufs Feld und stellte sich unter eine Kuh. Hier blieb es so lange stehen, bis die Kuh den Schwanz hob und etwas in wirklich allzu großer Großzügigkeit fallen ließ. Das war kein Klecks, das war ein Platschen, meine Freunde. Und glaubt mir, es roch nicht gut. Das Töpfchen aber fühlte, wie sein Hullebulle-Bäuchlein wieder voll und durchaus etwas wärmer war. Drehte sich um und sprach: Jetzt trippeltrappel ich zurück. Kam zum Hause der nicht mehr ganz so armen Frau, klopfte an die Tür und rief: mach auf, das Töpfchen ist da mit dem Hullebulle-Bäuchlein. Die Frau musste dieses Mal nicht zur Tür rennen, denn sie hat direkt darunter gewartet. Sie öffnete diese, zog den Topf ins Haus und griff gierblind geifernd hinein. Als sie aber fühlte, was da so reichlich in dem Hullebulle-Bäuchlein drin war, wurde sie durchaus sehr ungehalten. Sie nahm das Töpfchen und in einem hohen Bogen schleuderte sie es aus dem Fenster hinaus. Hätte sie zuvor das Fenster auch geöffnet, wäre das Töpflein nicht nur weiter geflogen, sondern sie hätte danach auch noch ein Fenster gehabt. Nun hatte sie kein Töpfchen mehr. Das Töpfchen aber trippeltrappelte in die weite Welt und kam nie mehr zu der alten Frau zurück. Es läuft heute noch. Vielleicht begegnest du ihn mal irgendwo. Sei freundlich zu ihm und ein guter Putz würde ihm auch ganz gut tun. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was aus der armen Frau geworden ist. Nicht wahr, meine Freunde? Ich bin ehrlich zu euch. Ich weiß es nicht. Doch war sie wohl gestraft genug, da sie nun kein Töpfchen mehr hatte. Man stelle sich das nur vor. Wie bald allerdings ihr Geld zu Ende ging, auch das weiß ich nicht. Sicherlich hatte sie eine ganze Weile zu leben. Naja, verhältnismäßig. Immerhin war sie damals schon sehr alt gewesen. Von dem Fischer und seiner Frau. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Pott, dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte. Und er angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und schaute immer in das klare Wasser hinein. Und er saß und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief, tief hinab. Und wie er sie heraufholte, da zog er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm: Höre, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin gar kein richtiger Butt, musst du wissen. Ich bin ein verwünschter Prinz. Jawohl. Was hilft es dir, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken, nicht wahr? Setz mich wieder ins Wasser und lass mich einfach schwimmen. Nun, sagte der Mann, du brauchst gar nicht viel der Worte zu machen. Ein Butt, der sprechen kann,
werde ich wohl schwimmen lassen. Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser hinein und der Butt schwamm zum Grund hinab und ließ einen langen Streifen Blut hinter sich. Der Fischer aber stand auf und ging zu seiner Frau in den alten Pott. Mann, sagte die Frau, hast du heute nichts gefangen? Nee, sagte der Mann. Ah, warte, ich hab da einen Butt gefangen. Der sagte, er sei ein verwünschter Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. Moment, ein verwünschter Prinz? Hast du dir denn nichts gewünscht? Sagte die Frau. Nee, sagte der Mann. Was sollte ich mir denn wünschen? Ach, es ist doch übel hier, immer in dem alten Pott zu wohnen. Der stinkt und ist so eklig. Du hättest uns doch eine kleine Hütte wünschen können, nicht wahr? Weißt du was? Geh noch einmal hin und rufe den Butt und sage ihm, wir wollen eine kleine Hütte haben. Er tut das gewiss. Ach, sagte der Mann, was soll ich da noch einmal hingehen? Ich? Sagte die Frau. Du hast ihn doch gefangen gehabt und hast ihn wieder schwimmen lassen. Er tut das gewiss. Geh nur gleich hin. Der Mann wollte nicht so recht, aber er wollte auch seiner Frau nicht zuwiderhandeln. Und so ging er denn hin an die See. Als er da nun hinkam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. Da stellte er sich denn hin und rief, Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, was ich wohl will. Da kam der Butt angeschwommen und sagte, na, was will sie denn? Ach, sagte der Mann, ich hatte dich doch gefangen. Und nun sagt meine Frau, ich hätte mir etwas wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in dem alten Pott wohnen, weißt du. Sie wollte gerne eine Hütte haben. Geh nur hin, sagte der Butt. Sie hat sie schon. Da ging der Mann hin und seine Frau saß nicht mehr in dem alten Pott. Aber es stand eine kleine Hütte da und seine Frau saß vor der Tür auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm, komm nur herein, siehst du? Nun ist es doch viel besser. Da gingen sie hinein und in der Hütte war ein kleiner Vorplatz und eine kleine hübsche Stube und eine Kammer, wo für jeden ein Bett stand. Und Küche und Speisekammer und ein Geräteschuppen waren auch da. Und alles auf das Schönste und Beste eingerichtet, mit Zinnzeug und Messingzeug, wie sich das so gehört. Und hinter der Hütte, da war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Gemüse und Obst war auch dort. Siehst du, sagte die Frau, ist das nicht nett? Jo, sagte der Mann, so soll es bleiben. Nun wollen wir recht und vergnügt leben. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau. Und dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging das wohl 8 oder 14 Tage. Da sagte die Frau zum Mann, Hör mal, Mann, die Hütte ist auch gar zu eng. Und der Hof und der Garten, die sind so klein. Der Butt hätte uns ja wohl ein größeres Haus schenken können, oder? Ich möchte wohl in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt. Er soll uns ein Schloss schenken. Ach, froh, sagte der Mann. Die Hütte ist ja gut genug. Was sollen wir denn in einem Schloss wohnen? Ich was, sagte die Frau. Geh du nur hin. Der Butt, der kann das wohl. Nee, froh, sagte der Mann. Der Butt hat uns erst die Hütte gegeben. Ich mag nicht schon wieder hinkommen. Das könnte den Butt verdrießen. Na geh doch, geh, sagte die Frau. Er kann das recht gut und tut das gerne. Geh du nur hin. Dem Manne war das Herz so schwer
und er wollte nicht. Er sagte bei sich selbst, das ist nicht recht. Er ging aber doch hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gelb. Doch war es noch still. Da stellte er sich hin und rief, Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, als ich wo will. Na, was will sie denn? Sagte der Butch. Ach, sagte der Mann, halb bekümmert, sie will in einem großen Schlosse wohnen. Geh nur hin, sie steht schon vor der Tür, sagte der Butch. Da ging der Mann fort und dachte, er wollte nach Hause gehen. Aber als er da ankam, stand da nun ein großer, steinerner Palast. Und seine Frau stand eben auf der Treppe und wollte hineingehen. Da nahm sie ihn bei der Hand und sagte, Komm, komm nur herein! Darauf ging er mit ihr hinein und in dem Schlosse war eine große Diele mit marmelsteinernem Boden. Und da waren so viele Bediente, die rissen die großen Türen auf und die Wände glänzten von schönen Tapeten. Und in den Zimmern waren lauter goldene Stühle und Tische. Und kristallene Kronleuchter hingen an der Decke. Und in allen Stuben und Kammern lagen Teppiche. Aber nicht nur das, nein. Das Essen und der allerbeste Wein standen auf den Tischen, als wenn sie brechen sollten. Und hinter dem Hause war ebenfalls ein großer Hof. Allerdings nicht mehr mit Hühnern und Enten oder einem kleinen Gemüsegarten. Nun hatten sie einen großen Hof mit Pferd- und Kuhstall und mit Kutschwagen auf das Allerbeste. Und da war auch noch ein großer, prächtiger Garten mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen und ein Lustwäldchen, wohl eine halbe Meile lang. Darin waren Hirsche und Rehe und Hasen, alles, was man sich nur immer wünschen mag. Na, sagte die Frau, ist das nun nicht schön? Ach jo, sagte der Mann, so soll es auch bleiben. Nun wollen wir in dem schönen Schlosse wohnen und wollen zufrieden sein. Zufrieden, ja, ja, zufrieden. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau. Und wollen es beschlafen. Und damit ging sie zu Bett. Am anderen Morgen wachte die Frau zuerst auf. Es wollte gerade Tag werden. Und sie sah aus ihrem Bette das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte sich noch. Da stieß sie ihn mit dem Ellbogen in die Seite und sagte, Mann, steh auf und guck mal aus dem Fenster da. Sieh, könnten wir nicht König werden über das ganze Land? Lass es mich anders ausdrücken. Wir könnten König werden über das ganze Land. Geh hin zum Butch, geh. Wir wollen König sein. Ach, Frau, sagte der Mann, was sollen wir denn König sein? Ich mag nicht König sein. Na, sagte die Frau, willst du nicht König sein? So will ich König sein. Das ist auch viel besser, eine Frau als König. Geh hin zum Butch. Ich will König sein. Ach, Frau, sagte der Mann. Was willst du König sein? Das mach ich ihm nicht sagen. Warum nicht? Spricht was dagegen? Sagte die Frau. Geh stracks hin! Ich muss König sein! Da ging der Mann hin. Und er war ganz bekümmert, dass seine Frau König werden wollte. Das ist nicht recht und nicht recht, dachte der Mann. Er wollte gar nicht hingehen. Ging aber doch hin. Und als er an die See kam, da war die See ganz schwarz-grau und das Wasser
gärte von unten herauf und roch ganz faul. Da stellte er sich hin und rief: Manche, manche, Timpeti, Butche, Butche, in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn jetzt? Sagte der Butch. Ach, sagte der Mann, sie will König werden. Geh nur hin, sie ist es schon, sagte der Butch. Da ging der Mann hin, und als er zum Palast kam, da war das Schloss viel größer geworden und hatte einen großen Turm und herrlichen Zierat daran. Und die Schildwachen standen vor dem Tor, und da waren so viele Soldaten und Pauken und Trompeten. Und als er in das Haus kam, da war alles von purem Marmelstein und Gold und samtenen Decken und großen goldenen Quasten. Da gingen die Türen vom Saal auf, in dem der ganze Hofstaat war. Und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamant und hatte eine große, goldene Krone und das Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und auf jeder Seite von ihr standen 6 Jungfrauen in einer Reihe. Eine immer einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich hin und sagte: Jo, Frau, bist du nun König? Ja, sagte die Frau. Nun bin ich König. Da stand er da und sah sie an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er: Ach, Frau, was steht dir das schön, wenn du König bist? Nun wollen wir uns auch nichts mehr wünschen. Nein, Mann, sagte die Frau und war ganz unruhig. Mir wird schon die Zeit eine Weile lang und ich kann das nicht mehr aushalten. Weißt du was? Geh hin zu Butch. König bin ich. Nun muss ich Kaiser auch werden. Ach, Frau, sagte der Mann. Kaiser kann er nicht machen. Ich mach dem Butt das nicht sagen. Kaiser ist nur einer im Reich, weißt du? Kaiser kann der Butt ja nicht machen. Das kann und kann er nicht. Was? Sagte die Frau. Ich bin König. Und du bist bloß mein Mann. Willst du wohl gleich hingehen? Sofort gehst du hin. Kann er König machen, dann kann er auch Kaiser machen. Ich will und will Kaiser sein. Geh, geh gleich hin. Da musste er hingehen. Als der Mann aber hinging, da war ihm ganz bang. Und als er so ging, dachte er bei sich: Das geht und geht nicht gut. Kaiser ist so unverschämt. Der Butch wird das am Ende noch müde, sag ich dir. Und da kam er nun an die See. Da war die See ganz schwarz und dick und fing schon an, so von unten herauf zu gären, dass es Blasen gab. Und da ging ein Windstoß darüber hin, dass es nur so schäumt. Und dem Mann graute. Da stellte er sich hin und rief: Manche, manche, Timpeltee, Butche, Butche in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn jetzt? Sagte der Butch. Ach, Butch, sagte er. Meine Frau will Kaiser werden. Kaiser? Geh nur hin, sagte der Butch. Sie ist es schon. Da ging der Mann fort. Und als er ankam, da war das ganze Schloss von poliertem Marmelstein mit alabasternen Figuren und goldenem Zierat. Vor dem Tor marschierten die Soldaten
und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln. Aber im Hause, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge nur so als Bediente herum. Da machten sie ihm die Türen auf, die waren von lauter Gold. Und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Throne, der war von einem Stück Gold und war wohl so 2 Meilen hoch. Und sie hatte eine goldene Krone auf. Die war 3 Ellen hoch und mit Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen Hand den Reichsapfel. Und auf beiden Seiten neben ihr, da standen die Trabanten so in 2 Reihen. Einer immer kleiner als der andere. Von dem allergrößten Riesen, der war 2 Meilen hoch, bis zu dem allerkleinsten Zwerg. Der war nur so groß wie mein kleiner Finger. Und vor ihr standen viele Fürsten und Herzöge. Da stellte sich der Mann dazwischen und sagte: Oh, bist du nun Kaiser? Ja, sagte sie. Ich bin Kaiser. Da stand er da und sah sie recht an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er: Ach, Frau, was steht dir das so schön, wenn du Kaiser bist? Mann, sagte sie, was stehst du da so herum? Ich bin nun Kaiser. Nun will ich aber auch Papst werden. Geh hin zum Bott. Ach, Frau, sagte der Mann, was willst du denn noch? Papst kannst du nicht werden. Papst ist doch nur einer in der Christenheit. Das kann er nicht machen. Mann, sagte sie, ich will Papst werden. Geh gleich hin, ich muss heute noch Papst werden. Nein, Frau, sagte der Mann, das mache ich ihm nicht sagen. Das geht nicht gut, sag ich dir. Das ist zu grob. Zum Papst kann ich der Butt doch nicht machen. Mann, was ist das für ein Geschwätz? Sagte die Frau. Kann er Kaiser machen, kann er auch Papst machen. Geh sofort hin. Ich bin Kaiser und du bloß mein Mann. Willst du wohl sofort hingehen? Da kriegte er Angst und ging hin. Ihm war aber ganz flau und er zitterte und bebte und die Knie und die Waden bibberten ihm. Da fuhr ein Wind über das Land und die Wolken flogen, dass es dunkel wurde wie am Abend. Die Blätter wehten von den Bäumen und das Wasser ging und brauste, als ob es kochte, und schlug an das Ufer und weit draußen sah er die Schiffe, die gaben Notschüsse ab und tanzten und sprangen auf den Wellen. Der Himmel war in der Mitte noch so ein bisschen blau. Aber an den Seiten, da zog es herauf wie ein schweres Gewitter. Da stellte er sich ganz verzagt in seiner Angst hin und sagte: Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, was ich wohl will. Na, was will sie denn? Sagte der Butch. Ach, sagte der Mann, sie will Papst werden. Papst, deine Frau. Nun gut. Geh nur hin. Sie ist es schon, sagte der Butch. Da ging er fort. Und als er ankam, war da eine große Kirche von lauter Palästen umgeben. Da drängte er sich durch das Volk. Innen war aber alles mit 1000 und 1000 und abertausenden Lichtern erleuchtet. Und seine Frau war in lauter Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte 3 große goldene Kronen auf. Und rings um sie herum standen viele vom geistlichen Stand. Und auf beiden Seiten neben ihr,
da standen zwei Reihen Lichter. Das größte so dick und so groß wie der allergrößte Turm. Bis hinunter zum allerkleinsten Küchenlicht. Und alle die Kaiser und die Könige, die lagen vor ihr auf den Knien und küssten ihr den Pantoffel. Froh, sagte der Mann und sah sie recht an. Bist du nun Papst? Ja, sagte sie. Ich bin Papst. Da stand er da und sah sie recht an. Und das war, als ob er in die helle Sonne selbst sähe. Als er sie nun so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er: Ach, Frau, was steht dir das schön, dass du Papst bist? Sie saß aber da so steif wie ein Baum und rüttelte und rührte sich nicht. Da sagte er: Frau, nun sei auch zufrieden damit, jetzt, wo du Papst bist. Jetzt kannst du doch nichts anderes mehr werden und nicht noch höher hinausgehen. Das will ich mir bedenken, sagte die Frau. Damit gingen sie beide zu Bett. Aber zur Abwechslung war die Frau nicht zufrieden. Und die Gier ließ sie nicht schlafen. Sie dachte immer, was sie noch mehr werden könnte. Der Mann allerdings, der schlief recht gut und fest. Er war den Tag immerhin viel gelaufen. Die Frau aber, die konnte nicht einschlafen und warf sich von einer Seite auf die andere, die ganze Nacht hindurch, und dachte nur immer, was sie wohl sonst noch werden könnte, und konnte sich doch auf nichts mehr besinnen. Etwas Höheres als dem Papst gab es nicht auf der Erde. Schließlich wollte die Sonne aufgehen, und als die Frau das Morgenrot sah, da richtete sie sich auf ihrem Bett auf und sah sich das an. Und als sie nun im Fenster die Sonne heraufkommen sah, da dachte sie: Ha, könnte ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, sagte sie und stieß ihn mit dem Ellbogen in die Rippen. Wach auf, du hast zu tun. Geh hin zum Butt. Ich will werden wie der liebe Gott. Vergiss das. Ich will Gott werden. Der Mann war noch halb im Schlaf, aber er erschrak so, dass er aus dem Bette fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen aus und fragte: Frau, ich hab da irgendwas missverstanden. Was hast du gesagt? Mann, sagte sie, wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen lassen und muss das somit ansehen, wie Sonne und Mond aufgehen, ich kann das nicht aushalten und habe keine ruhige Stunde mehr, dass ich sie nicht selber kann aufgehen lassen. Da sah sie ihn so grausig an, dass ihn ein Schauder überlief. Sofort gehst du hin. Ich will werden wie der liebe Gott selbst. Ach, Frau, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie. Das kann der Bund nicht. Kaiser und Papst, gut, Kaiser und Papst konnte machen. Ich bitte dich, sei vernünftig und bleib Papst. Da kam sie in Wut. Die Haare flogen ihr wild um den Kopf. Sie riss sich das Leibchen auf und trat nach ihm mit dem Fuß und schrie: Ich halte und halte das nicht länger aus. Willst du wohl gleich hingehen? Da zog er sich die Hosen an und rannte los wie ein Verrückter. Draußen aber ging der Sturm und brauste, dass er kaum noch auf seinen Füßen stehen konnte. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht und die Berge selbst bebten und die Felsbrocken rollten in die See und der Himmel war pechschwarz und es donnerte und blitzte und die See rollte daher in großen schwarzen Wogen. So hoch,
wie Kirchtürme und Berge. Und sie hatten alle darauf eine weiße Krone von Schaum. Da schrie er und konnte sein eigenes Wort nicht hören. Manche, manche, Tippeti, Bunche, Bunche, in der See, Biene froh, Ilsebil, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn jetzt? Fragte der Butch. Ach, sagte er, nur fast eine Kleinigkeit. Nur ein bisschen mehr will sie noch. Sie will der liebe Gott werden. Ach, nicht mehr als das? Nur der liebe Gott selbst? Geh nur hin. Sie sitzt schon wieder in dem alten Pott. Und als er zurück zu ihr kam, saß sie da, und genau dort sitzen sie noch bis heute und auf diesen Tag. Der Gebrüder Grimm. Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm: Herr, meine Zeit ist herum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gib mir meinen Lohn. Der Herr antwortete: Du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein. Und gab ihm ein Stück Gold, so groß, als Hansens Kopf war. Hans zog ein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahinging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem muntern Pferd vorbeitrabte. »Ach«, sprach Hans ganz laut, »was ist das Reiten ein schönes Ding?« Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht wie. Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief: Ei Hans, warum läufst du auch zu Fuß? Ich muss ja wohl, antwortete er. Da habe ich einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten. Auch drückt's mir es auf die Schulter. »Weißt du was?« sagte der Reiter. »Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir diesen garstig schweren Klumpen.« »Von Herzen gern«, sprach Hans. »Aber ich sage euch, ihr müsst euch damit wirklich schleppen.« Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach: »Wenn's nun recht geschwind soll gehen, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen.« Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß und so frank und frei dahinritt. Über ein Weilchen fiel's ihm ein, es sollte noch schneller gehen, und fing an, mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und ehe sich's Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans suchte seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauern: »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten. Zumal, wenn man auf so eine Mähre gerät wie diese, die stößt und einen herabwirft, dass man den Hals brechen kann. Ich setze mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lobe ich mir eure Kuh. Da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss.
bei allen Göttern, was gebe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte? Nun, sprach der Bauer, geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd tauschen. Hans willigte mit 1000 Freunden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans nun trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. Hab ich nur ein Stück Brot und daran wird's mir's noch nicht fehlen, so kann ich, so oft mir's beliebe, Butter und Käse dazu essen. Hab ich Durst, so melk ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr? Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt. Aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte. Sein Mittags- und Abendbrot rein auf und ließ sich für seine letzten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze ward drückender, je näher der Mittag kam, und Hans befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Dem Ding ist zu helfen, dachte Hans. Jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Er band sie an einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter. Aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine Zeit lang sich gar nicht besinnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einem Schuhkarren ein junges Schwein liegen hatte. »Was sind das denn für Streiche?« rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, »Da, trinkt einmal und erholt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben, was? Das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.« »Ei, ei«, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf. »Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier ins Haus abschlachten kann. Was gibt's für Fleisch? Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug, wisst ihr? Ja, wer so ein junges Schwein hätte, das schmeckt anders. Dabei noch die Würste.« »Hört, Hans«, sprach da der Metzger, »euch zuliebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen.« »Gott lohn euch eure Freundschaft«, sprach Hans und übergab ihm die Kuh, ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und überdachte, wie ihm doch alles nach Wunsch ginge. Begegnete ihm ja eine Verdrießlichkeit, so würde sie doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursch zu ihm. Der trug eine schöne, weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit, und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hätte. Der Bursch erzählte ihm, dass er die Gans zu einem Kindtaufschmaus brächte. »Hebt einmal«, fuhr er fort und packte sie bei den Flügeln, »wie schwer sie ist. Die ist aber auch 8 Wochen lang genudelt worden. Wenn den Braten beißt, muss ich das Fett von beiden Seiten abwischen.« »Ja«, sprach Hans und wog sie mit der einen Hand, »die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ist auch keine Sau.« Indessen sah sich der Bursch nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. »Hört«, fing er darauf an, »mit eurem Schweine mag's nicht ganz richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulze eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, oh, ich fürchte, ihr habt's da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt, und es wäre ein schlimmer Handel,
wenn sie euch mit dem Schwein erwischten. Das Geringste ist, dass ihr ins finstere Loch gesteckt werdet.« Dem guten Hans ward bang. »Ach Gott«, sprach er, »helft mir aus der Not. Ihr wisst hier herum bessern Bescheid. Nehmt ein Schwein, da, und lasst mir eure Gans.« »Meine Gans für das Schwein? Puh, ich muss schon etwas aufs Spiel setzen«, antwortete der Bursche. »Aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet.« Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einen Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unter dem Arm der Heimat zu. »Wenn ich's recht überlege«, sprach er mit sich selbst, »habe ich noch Vorteil von dem Tausch. Erstlich den guten Braten, hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird. Das gibt Gänsefettbrot auf ein Vierteljahr. Und endlich die schönen weißen Federn. Die lass ich mir in mein Kopfkissen stopfen. Und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben?« Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrte und er sang dazu. »Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.« Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich redete ihn auch an und sprach, »Euch geht's wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleifen seid.« »Oh ja«, antwortete der Scherenschleifer, »das Handwerk hat einen güldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr denn die schöne Gans gekauft?« »Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.« »Ein Schwein? Und das Schwein, wo habt ihr das gekauft?« »Das habe ich für eine Kuh gekriegt.« »Und die Kuh?« »Die habe ich für ein Pferd bekommen.« »Und das Pferd?« »Dafür habe ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben.« »So groß? Und das Gold?« »Ei, das war mein Lohn für 7 Jahre Dienst.« »Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst«, sprach der Schleifer. »Könnt ihr es nun so dahin bringen, dass ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht? So habt ihr euer Glück gemacht.« »Wie soll ich das denn anfangen?« sprach Hans. »Ihr müsst ein Schleifer werden wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts mehr als ein Wetzstein. Das andere findet sich schon von selbst. Da habe ich einen. Der hier ist zwar ein wenig schadhaft, aber wisst ihr was? Dafür sollt ihr mir aber auch nichts weiteres als, sagen wir, eure Gans geben. Wollt ihr das? Wie könnt ihr noch fragen?« antwortete Hans. »Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da länger noch zu sorgen?« Reichte ihm die Gans hin und nahm den Wetzstein in Empfang. »Nun«, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf. »Da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt ihn und hebt ihn ordentlich auf.« Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. »Ich muss in einer Glückshaut geboren sein«, rief er aus. »Alles, was ich mir wünsche, trifft mir ein. Wie einem Sonntagskind.« Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagte ihn der Hunger, da er allen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weitergehen und musste jeden Augenblick Halt machen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen
wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben. Damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken. Da versah er's, stieß ein klein wenig an und beide Steine plumpten hinab. Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art und ohne, dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte, die ihm allein noch hinderlich gewesen wären. »So glücklich wie ich«, rief er aus, »gibt es keinen Menschen unter der Sonne!« Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war.